keep it super thorough my way. Your homies wanna mobbing with my brothers, there's no question, keep it real. Whether we Alter Schwede, ist das hier gerade hektisch. In the poppin' straps of blue faces, not the pills. Heard you call him loves, I show him prove it is for real. Son of God, not a son of sand. Keep it off the books and keep it coming in. Hallo? Ich habe hektische Sachen in Grad am Start. Es ist sehr hektisch, Freunde. Wartet mal. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Ich mache mal kurz eine Instagram-Story. Freunde, es ist heute historisch. Und es ist hektisch. Hektisch und historisch, beides. Hektisch und historisch. Ich muss hier jetzt nämlich, während jetzt der Stream läuft, was runterladen. Hoffentlich kackt mein Stream nicht ab. Gewinn ich mit PS5-Paket. Okay, warte mal. Das würde ich ganz gern hinzufügen. Nein. Als Foto. Teilen. Speichern. Speichern unter. Overlay. Ja, hier, was denn? Speichern. Zack, Kopie. Wenn das jetzt funktioniert on stream, dann bin ich der größte Technikfuchs, den es gibt. Aber genau deswegen bin ich 20 Minuten vorher online gekommen. Bild. Hier, was denn? Zack. Durchsuch das mal hier. Bilder. Gespeicherte Bilder. Haha. Ja. Dann noch einer, bin ich der allerechte. Facecam-Rahmen. Cam. Guck mal hier. Digga, ich bin so ein Technikfuchs. Was ist denn los, Chat? Was denn? Ich kann die Eltern nicht hören. Du bist voll scheiße in Technik. Hier, wo bin ich scheiße? Sag mir noch einer, ich bin scheiße in Technik, ihr Knechte. Bob. Bob. Eli Geller. Medion. Was denn? Na okay, ist vielleicht ein bisschen groß. Guck mal her. Ich hab den Chat noch nicht gesehen, Freunde. Ich habe. Wo soll ich den hinmachen? Hier? Oder hier? Ich mach's hier hin. Ich habe technische Probleme. Was ist denn los? So, aber ich hab's gar nicht hinbekommen. Zack. Hier drin. Dankeschön. Zack. 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 Läuft alles? Hashtag Gewinnspiel. Ihr Knechte. Ich sag, wann das Gewinnspiel ist. Das ist nicht so, dass man... Was ist denn hier los? Das ist nicht so, dass es die ganze Zeit läuft. Wartet, lass mich jetzt kurz eine Instagram-Story machen. Lass gerne alle Like auf den Stream da, Freunde. Heute ist echt... Ich bin gespannt. Freunde, wir sind online. Der erste... Ne, das ist ja perfekt. Der zweite Eli Geller Cup. Nur mit Fußballprofis. Gesponsert von Medion, den ihren Männern. Ihr könnt eine PlayStation 5 gewinnen und ihr könnt einen PC gewinnen. Ihr müsst jetzt reinkommen, da erzähle ich euch dann, wie es funktioniert. Und ja, guckt einfach zu, wer gewinnt. Alter Schwede. Und haltet mich mal auf dem Laufenden bei der Champions League. Ich weiß, dass Leipzig hinten liegt, aber die anderen Spiele jucken mich nicht so. ManU führt mit 2 Toren Abstand. Aber an sich ist es nicht so krass interessant in meinen Augen, dieser Spieltag. Schon 5000 Zuschauer, Digga, nach 3 Minuten. Kuss. Thanks for the support, I really appreciate it. That man, I really think so. Wir müssen aber erstmal warten, Freunde. Ich zeige euch auch gleich das Bracket. Link kopieren. Instagram. Bob, 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 Bob. Eli Geller Cup ist online. Es geht um 2000 Glocken und um Ruhm. So. Eli Geller Cup ist online, es geht um 2000 Glocken und um Ruhm. Bob, was denn? Ich muss mal hier den Bunker zu machen, dann beantworte ich mal eure Fragen, Chat. Ich habe das Bracket, ihr wisst nicht, ich erzähle euch jetzt, wie krass anstrengend das war. Freunde, ich musste mit 5, ja, noch mehr sogar, ich musste so mit 60 Profis ungefähr schreiben. 50, 60. Erstmal, ich mache diese Story, dass ich so ein Turnier mache. Kein Witz.
mir schreiben 50, auf, an einem Tag haben mir 50 Leute geschrieben. Und da war alles dabei, Digga. Da war es wirklich Real Talk. Von der Champions League bis zur Euro League, bis zur ersten, bis, von der ersten bis zur dritten Bundesliga. Holländische Liga, es war der Wahnsinn. Französische Liga, Bayern-Spieler, das war echt krass. Und Sanchez freisches Tor. Ach, Sancho, lol, okay. Ehre, der ist ja aber auch krass. Sag mir mal, ob Moukoko dann eingewechselt wird. Es war der Wahnsinn-Chat. Und dann habe ich den gedroppt, wann und wie viel Uhr das, also an welchen Tag. Dann sind ein paar abgesprungen wegen der Champions League. So, normalerweise. Verständlicherweise. Ein paar konnten nicht spielen. Zwei können, ich hatte, glaube ich, oder wie waren das? Drei von Salzburg, zwei von denen konnten dann nicht. Wegen Bayern, weil die ja morgen gegen Bayern spielen. Dann hatte ich zwei von Leipzig, also Red Bull Leipzig und Red Bull Salzburg. Ja, wenn die so heißen, ich glaube schon. Die vier konnten dann schon mal nicht. Dann konnten ein paar Drittliga-Profis nicht, weil die englische Woche hatten. Wartet kurz. Da konnten ein paar Drittliga-Profis nicht. Dankeschön, Freunde, für schon 7000 Zuschauer nach 5 Minuten. Ich bin gespannt, wie das Ding hier abgehen wird. Der letzte Eli Geller Cup war das größte FIFA-Turnier in dem Jahr hier bis jetzt. Ich bin gespannt, ob wir das toppen. Es sind jetzt, Freunde, 32 Profis. Lasst mich kurz reden, ich kann nicht so krass auf den Chat gerade eingehen. Kurz mal bedeckt halten im Chat. Es sind 32 Fußballprofis. Da ist alles dabei, von der ersten Bundesliga bis zur dritten Bundesliga. Erste Bundesliga ist sowas wie Bebu, Dabur, Nassim, Jordan, Jessic, ich vergesse safe welche. Aber es sind so viele, Freunde, und mir haben dann immer voll viele abgesagt und wieder zugesagt, abgesagt und wieder zugesagt. Ich habe den Überblick voll verloren. Bebu soll sehr gut sein, Bebu soll Elite-Spieler sein, Dabur soll, der hier, der hat eine Euroleague-Karte, der soll gut sein, dann, der heißt ja auch Elias, der Ehrenmann, nur ein bisschen Ilas? Dabur so. Soll 28 holen, Tom Kraus 30-0 hat er schon geholt, Freunde. Danke an alle Subs. Ich muss kurz das Format erklären, Freunde. Entspannt euch. Sydney ist dabei, Jordan ist dabei, Willi ist dabei, Tom Kraus ist dabei, Nassim ist dabei, Nico Schlotterbeck ist dabei von Union. Es sind, ich denke, Martin Dardai, Palko Dardai, die Öler-Brüder. Digga, dann sind welche von Darmstadt, Paderborn, Salzburg. Einer ist auch noch von Salzburg, der spielt trotzdem mit. Ich guck mir das jetzt an. Ich weiß es doch auch nicht, Chat. Es sind so, ihr könnt mir nicht erwarten, dass ich hier 32 Namen. Ich zeige euch das einfach mal. Bracket ist raus. Oh! Ich zeige euch jetzt mal das Bracket, Freunde. Bracket ist schon raus. Bracket ist online. Und ich zeige euch dann auch immer mal so deren Insta-Namen. Meine Mods müssen mir helfen. Mods, schreibt mir dann auch mal deren Instagram-Namen in den Chat. Die meisten, ich würde sagen 80% sind zwischen 1. und 3. Liga. Dann gibt es ein paar Freunde, die spielen in der holländischen Liga. Dann waren welche dabei. Boah, ey, Freunde, fragt mich nicht. Wartet. Theo mit einem Sub, Erta mit einem Sub, Aydin mit einem Sub, Moritz mit 2 Euro. Kannst du bitte Matti grüßen? Matti, ich grüße dich. Und er ist gefühlt Edi Geller 2.0, Ehremann. Kelvin mit 2 Euro, Andrew FIFA mit einem Sub. Dankeschön. So, Freunde, Bracket ist draußen. Ich zeig's euch mal. Das ganze Ding ist gesponsert von Medion. Ich sehe gerade den Chat nicht, Freunde. Der erste Platz kriegt die kompletten 2000 Euro. Und die meisten, es ist ja voll oft so, dass bei den Profis, wenn die mitmachen, ist immer Charity und die kriegen Kohle dafür, dass die mitspielen. Digga, hier ist das nicht so, Freunde. Hier ist das nicht so. Hier geht es um FIFA. Hier wird geölt. Der Gewinner kriegt alles. Wir sind nicht da, um Freunde zu finden. Es wird einfach reingeölt. So, ich werde bei den allen immer so durchstöbern. Und ich bin gespannt, Digga. Es sind 32. Es gibt einen, der keinen Profivertrag hat. Und das ist Rilin. Die wissen, ein paar OGs wissen, wer es ist. Der ist von Sebo Geller, von Sebo Gebhardt, Freunde. Der Kapitän aus dieser Serie Dream Chasers. Der hat mir geschrieben, dass er mitmachen wollen würde gerne. Hier, die meisten von, also die mich schon länger gucken, wissen Bescheid. Ich fand, bei ihm konnte man eine Ausnahme machen. Außerdem
wird der Mann, denke ich, früher oder später seinen Profivertrag unterschreiben. Das ist der einzige Nicht-Profi, der mitmacht, der keinen offiziellen Profivertrag hat. Die meisten von euch kennen ihn ja dann von der... Servo, ja, Servus, junge Freunde. Schon 15.000 Zuschauer nach 10 Minuten, Digga. Also ich bin gespannt, aber wir machen uns keinen Druck, Freunde. Also alles über 20.000 wäre schon krass. Okay, lasst gerne alle ein Like auf den Stream da. Ich bin gespannt, wie die alle spielen. In 10 Minuten geht's auch schon los. Ich muss mich beeilen. So. Wir gucken uns das mal... Gegen wen spielt Sydney? Warte, gegen wen spielt Sydney? Sydney spielt gegen einfach Wiesbaden. Michael Guthöl. Der spielt bei Wiesbaden. Sydney meinte, ich soll ihn fragen. Er ist ein Elite-Spieler. Michael, Michael, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Okay, nimmt's mir nicht übel, Freunde, wenn ich nicht alle... das sind Knechte, ohne Witz. Die, anstatt die sich mit ihren Namen anmelden, die machen das mit ihren... Die machen das mit ihren komischen Dings da Namen. Ich weiß nicht zum Beispiel, wer was ist. Ich weiß nicht, wer OBM ist. Ich weiß nicht, wer OBM ist, Digga. Wer ist OBM? Anstatt die einfach ihren Namen reinschreiben. Jordan LaFlame. Das ist hier ist Jordan. Jordan spielt erstes Spiel. Mods, haut mal bitte den Link von den einen rein. Disconnect. Okay, warte. Die... Hallo? Hallo? hohe Erwartungen. Ich bin gespannt. Ich bin so krass gespannt, ne? Batista Meyer, Sid Druck. Digga, ich bin echt gespannt, Chat, ne? Nasim, ich weiß nicht, wie Nasim sich eingespeichert hat, Mann. Schlotti spielt gegen Saiput. Ich weiß immer nie, wie die ihren echten Namen sind, weil das Knechte sind. Mocky spielt, ja, perfekt. Was soll ich euch sagen? Maurice Chovic, Jessic. Tabu, mich würde interessieren, wer das, anstatt die sich einfach normal nennen. Gesetzt, moin Jungs, das geht. Digga, Sydney redet nicht mit mir. Ich bin mit ihm im Discord, er redet nicht. Nick Woldemade. Spiel gegen Benko Sabani. Nick Woldemade. Der Mann hat trainiert. Und wisst ihr, was das krass ist, Freunde? Die haben alle ein richtiges Öler-Team. Perfekt. Die haben alle ein richtiges Öler-Team. Der spielt bei Werder Bremen, Freunde. Die Bremen-Fans kennen ihn. Der ist 7 Meter groß ungefähr und ist ein Öler. Nick Woldemade ist ein Öler. Jordan. Jordan kennen ja die meisten. Nasim, ich kann jetzt hier nicht alle zeigen, aber ich zeige euch mal einfach so. Ich kann doch schon mal meinen Favoriten auch gleich sagen. Nasim auch. Mit Ziyech, mies cool. Ziyech mit Richard Mill, perfekt. Aber Ziyech spielt ja auch bei Chelsea. Schlotti ist einer meiner Favoriten, Freunde. Nico Schlotterbeck spielt bei Union. Nico Schlotterbeck spielt bei Union. Das ist einer meiner Favoriten auf jeden Fall. Dabur, Freunde, Hoffenheim, auch einer meiner Favoriten. Ich fand's voll cool, wie er mit mir geschrieben hat. So. Ich dachte erstmal, er kann kein Englisch. Ich habe ihn so geschrieben, sound great, my friend. Yes, why not? Okay, nice. Er schreibt, okay, Boss, fand ich mies cool. Dann meinte ich so, das wäre gut, wenn er streamt, bla bla bla, aber ist cool. Ist cool. Es sind hier, der spielt bei Gladbach, Freunde. Es sind, man muss klar sagen, es sind auch viele junge Spieler dabei. Viele junge Spieler angehende, also die haben alle einen Profivertrag, aber die Jüngeren spielen halt FIFA, was soll ich euch erzählen? Ist jetzt nicht so, dass hier... Wir hätten ein paar Junge bekommen, Freunde. Tolisso zum Beispiel. Tolisso hätte mitgemacht, wenn die keine Champions League hätten. Juan Bernat hätte mitgemacht, wenn der Mann nicht gerade spielen würde. Davis hätte vielleicht, wenn der Ultimate Team ein bisschen mehr Ahnung hätte. Das wird aber auch jeden Fall mehr kommen, auch so mit mehreren. Ich hätte locker 64 Profis hinbekommen, aber da die Champions League und die englische Woche und die Uhrzeit hat so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber was soll ich euch erzählen, Freunde? Da muss mal Tolisso zu Hansi Flick gehen oder Juan Bernat und muss mal zu Thomas Tuchel gehen und sagen, hör mal zu, Thomas, ich habe zu tun am Dienstag. Ich habe Dienstagabend 22 Uhr keine Zeit.
Ich muss spielen. Ich muss was machen. Ich muss was machen. Haben sie nicht gemacht. Sydney ist der größte Knecht. Er sagt, ich soll ihn anrufen. Und er hat sich gestummt. Das versteht er nicht. Ronaldo hätte auch mitgemacht. Ja, ja. Freunde, schon 20 oder 18.000 Zuschauer. Ganz, ganz gestört. Ganz, ganz gestört. Und natürlich der, ich zeige euch jetzt jemanden, der schon 30-0 geholt hat. Der ist Profi bei Nürnberg, Freunde. Wir nutzen das mal. Also viele von euch bekommen das gar nicht mit, aber die Profis sind alle echt gut. Und die haben halt krasse Öler-Teams, weil die alle drei Icons bekommen. Tom Kraus, Freunde, der hat schon 30-0 geholt dieses Jahr. Heute beim Eli Keller Cup rumwuselt. Das ist ein guter Kommentar, Großer. Ja, Mods, ihr könnt die ganzen Dings mal hier reinhauen. Ich muss mal langsam anfangen, die ganzen Twitch-Dinger aufzumachen. Das wird schon wieder sehr hektisch, Chat. Das wird schon wieder sehr hektisch, ich sehe es kommen. Danke an alle Follows. Ich kann gerade nicht so krass viel drauf eingehen, Freunde. Ich habe hier echt Probleme, ihr seht es. Was ist denn mit Sydney, Digga? Warum streamt denn Sydney nicht? Wo ist der Knecht? Guck mal, die spielen sich noch ein. Will ich wirklich hier ein, der Fisch Rivals, Digga? Ist das ein Öler? Hallo und herzlich willkommen. Warum redest du jetzt erst? Und wieso bist du da nicht online? Das geht gleich los. Ich muss gerade meine Dings waschen. Haare. Hast du schon gesehen, gegen wen du spielst? Ja, gegen Michael. Ja. Wird nicht so einfach, mein Freund. Ja, Elite 3. Man, weißt du, was mich aufregt? Die haben alle nicht ihre richtigen Namen reingeschrieben, Mann. Vincent Müller hat's richtig gemacht. Falco Dino, das kann ich auch noch nachvollziehen. Wo ist denn das Bracket? Auf der Seite. Schwierig. Willi spielt gegen... Achso, Willi spielt gegen... Okay. Hier, Willi gegen Pelle. Wer ist es? Warte. Willi. Pelle. Das ist immer... Digga, die haben sich nicht alle richtig eingedingstert. Ich muss jetzt immer gucken, wie die sich... Sandro Lauper, Keeper. Tom Kraus. Okay, Nasim ist Krakmuk 16. Nasim ist Krakmuk 16. Was ist ein Name? Schlotti. Hier. So, wer ist denn bei mir in der Nähe? Willi spielt. Willi spielt gegen Gladbach Profi. Mann, okay. Digga, mein Hals. Per Jessic Loppel. Gegen Krakmuk. Mein Chat. Willi, hol mal Willi hier rein in Discord. Digga, ich muss jetzt hier die ganzen. Mods, haut mir mal die Links bitte rein. Ist sehr hektisch gerade. Tut mir leid. Okay. Jordan zieht die alle ab. Ja, Jordan soll auch mal reinkommen. Ich lade mal kurz ein paar Stimmen ein hier. Wie ist kein Bock zu zocken? Freunde, wir hat. Warte, wo ist die Nachricht? War das. Okay, Nico ist. Michael. Buongiorno. Bonjour. Oh, bei mir könnte die dritte Runde gegen Mornes Dabur sein. Oh nein. Ist cool. Freunde, Jordan hat sich gegen irgendjemanden eingespielt. Ich habe den Namen gerade nicht im Kopf. Achso. Jordan lag 1-0 hinten gegen den und ist dann gequittet. Und hatte keinen Bock mehr. Hä? Haben die Twitch-Dings auf WhatsApp geschickt. Okay, warte. Ich zitter gerade rum. Warum bist du so nervös, Sydney? Ich bin gerade wie bei Among Us. Warum bist du denn so nervös, Großer? Ja, ich war gerade duschen, mir ist mies kalt. Okay, so. Ich habe die ganzen Links offen. Perfekt, Digga. So. So stell ich mir das vor. Also. Marus, bist du das? Momo? Ja, was? Achso, hallo. Schlotti. Manche Freunde. Von denen streamen ohne Facecam, Freunde. Weil, und mir geht's halt ums Gameplay. Ich brauche deren Gameplay. Die sind aber anscheinend noch nicht online. Perfekt. Die sind alle noch nicht online. Nate, danke für den Reset im dritten Monat. Ups. Junge, wir haben alle noch Champions League geguckt. Warte mal. Das war kurz. Boah, die... Einfach gegen Mocky? Michael. Ich hab gerade schon noch online? Nein, ne? Guck mal, Mocky, Digga, der hatte ein Spiel und er ist der Einzige, der schon online ist. Der Mann hat ein Spiel und ist der Einzige, der schon online ist. Auf den kann man sich verlassen. Auf den Mann kann man sich verlassen. Auf den Mann kann man sich wenigstens verlassen. Sag ich dir so, wie es ist. Bobo, wie geht's dir? Bei mir ist alles fit, Digga. Ein bisschen zittrige Hände. Gegen wen spielst du, Bobo? Was? Gegen wen spielst du? Gegen Christian Föhrich von... Und wo spielt der Partner? Nee.
Kräuter Fürth? Gaborn? Digga, JVH10. Das würde mich mal interessieren. Wer JV... Guck mal, Jessic, mies nervös. Das kennst du, oder? Ja, ja. Jessic, sicher kenne ich. Aber ich kann nicht bei jedem zugucken, Freunde. Ich kann leider nicht bei jedem zugucken. Am Anfang ist das sehr hektisch. Mocky ist auf jeden Fall... Mocky ist auf jeden Fall einer der Favoriten, Freunde. Der hat schon 29-1 geholt, der Mann. Der weiß... Für mich auch ein Favorit. Der weiß, wie so ein Turnier abläuft. Sydney ist auch ein Favorit, auf jeden Fall. Das hier ist Dabur, Freunde. Junge, Dabur ist so gefährlich. Das ist Dabur. Guck mal, die laden sich schon ein, Digga. Guck mal, so muss das aussehen. So muss das aussehen. Ein. Ich wollte gerade ein Rival Spiel machen. Digga, es ist 22 Uhr, ihr Knäsche. Ladet euch ein. Das ist Dabur. Guck mal hier, Illegaler Cup. Super sympathischer Typ. Und der, Freunde, ist auch einer der Favoriten, sag ich euch ehrlich. Der Gewinner kriegt 2000 Euro. Kurs geht raus, Freunde, für 20.000 Zuschauer schon hier am Start, nach 15 Minuten oder so. Tut mir leid. Immanuel Höhn, okay. JV10 ist Immanuel Höhn. Ja, wie kann ich jemanden adden auf PS5? Sydney, straf dich mal jetzt. Spiel deine Spiele. Du bist der Grund, warum immer alles so lange dauert. Was willst du von mir? Wie kann ich jemanden adden auf PS5? Na, ganz normal, Digga. Über Freundesanfragen gehe ich mal stark davon aus. Ja, ist ja eine gute Aussage. Egal, Seitenknecht. Einstellungen? Nee. Immanuel Höhn, Freunde, Mocky spielt gegen ein Profi von Darmstadt. Du hast schon deinen Gegner, Momo? Ja. Ja, guck mal, bei denen läuft's ja auch. Bei denen, die haben das System verstanden, Großer. Ey, schade, dass ich nicht diese 27 Sekunden habe, damit man das andere Team sieht. Das wäre so ein Flex, wow. Oliver Batista? Eli, du sollst auf WhatsApp gucken, da sind alle Streams. Ja, ja, ich hab sie. Wo, warte mal. Willi, ich weiß nicht gegen wen. Willi, warte mal. Am Anfang ist es noch sehr schwer. Mocky spielt noch nicht. Schlotti ist noch nicht online. Perfekt, Schlotti. So stelle ich mir das vor, Großer. Das ist immer das Problem mit Fußballprofis. Junge, wie kann ich denn Leute einladen? Guck, Insta-DM, Demirokovic, okay. Oh, das sehe ich doch, Hundet R9 und Co., Digga. Das gefällt mir gar nicht. Sein Controller muss laden, ja. Cool. Trotzdem brauche ich immer noch eine Lösung hier, wie ich ihn einladen kann. Bratkos ist es. Bin null drin in der Sache. Was habe ich falsch gemacht? Ich habe euch gesagt, Freunde, das wird sehr lost. Profi von Freiburg, Freunde. Also das wird heute... Was sagt Medo? Ich hab's auch nicht. Ja, auf Handy, okay. So, wann ich adden kann auf den. Warte, Mike ruft mich an. FaceTime. Er hat gerade eben noch gesagt, wenn wir gegeneinander spielen, fick ich dich. Guck, was er jetzt sagt. Michael! Digga, ich hab's besser und ich bin noch gerade erst ins Spiel gekommen. Ja, gut so. Warte mal. I added the player and I'm waiting for him. Guck mal, er ist der einzige. Du kannst. Digga, unser Spiel läuft schon. Wie machst du das? Ey, kannst du mich adden? Ich weiß nicht, wie man auf PS5 addet. Oh, auf Englisch, ich hab Stress. Alle haben zittrigen Finger. Endlich mal gelesen seit 10 Minuten. Das ist voll schwer gerade für mich. Ich hab Stress, Freunde. I see. Sorry. Opponent. Was heißt es? Kommt gleich. Dein Gegner kommt gleich. Sorry, you don't must. Sorry. Dabur ist so vorbildlich. Ich schwöre, Dabur ist so vorbildlich, Freunde. Einer der wenigen. Was heißt es, Momo? Sorry, your opponent? It's coming in a few minutes. Freunde, danke schon an 22.000 Zuschauer. Der versteht mich schon. Der Mann versteht mich schon. Macht euch keine Sorgen. Guck mal hier, Dabur ist schon im Game. Und das gucke ich mir jetzt auch an. Er ist der Einzige, auf den ich mich verlassen kann von euch Knechten. Ich kann nicht bei jedem zugucken, Freunde. Mocky ist auch schon im Game. Mocky ist im Game. Schlotti ist nicht mehr online. Perfekt. Nasim ist jetzt online. Der Mann hat es geschafft. Ich bin gespannt. Ich muss gleich mal alle Dinger hier aufmachen. WhatsApp, ich mache jetzt hier alles auf. Luca Philipp, Bob. Zack, rein damit. Bob. Marathon Dardai, zack, rein damit. Jetzt habe ich auch alles. Mocky habe ich. Bob, rein damit. Sandro Lauren.
Rein damit. Dabur habe ich, Lotti habe ich, Nassim habe ich. Nick Woldemade. Nick Woldemade, der lange Lachs. Ach, er streamt ohne Facecam. So. Batista von Herrenwehen. Batista Meier von Herrenwehen. Ich glaube, der war bei Bayern. Der spielt auch schon, Digga. Guck mal, die haben auch alle Pelé und Euse und sowas. Nimmst du nicht übel, ich kann nicht bei allen zugucken. Tom Kraus habe ich, glaube ich. Tom Kraus habe ich auch und Tom Kraus führt auch schon 1-0. Ach nö. Digga, der wird hier so durchmarschieren, wow. Alex Brunst sogar mit Overlay, Digga. Alex Brunst mit Overlay und liegt 1-0 hinten. Das ist auch bitter. Wer liegt 1-0 hinten? Maxi hat's gewonnen. Maxi spielt gegen Dada, okay. So. Maxi. Nicht unser Maxi. Maxi. Nein. So. Okay, jetzt muss ich alles mal gemanagt bekommen, Chat. Willi lehnt, kommt jetzt rein. So, das ist Dabur, wollt ihr sehen? Ist halt ein bisschen schwer immer ohne Facecam, ne? Digga, mein Gegner ist so ein Elite-Schwitzer, da bin ich mir so sicher. Guck mal, wie hier alle ölen, Digga, das sind so eine Öler, ich schwöre. Der macht den Scheibenwischer vor der 6. Warte, ich mach mal, wer die Camera das sind. Guck mal, wie die ölen, Chat. Guckt euch das an. Lasst gerne alle ein Like auf den Stream da, Freunde. Abonniert den Kanal, Kuss geht raus für 25.000 Zuschauer. Wer spielt da grad, Lili? Warte, ich muss hier gerade was einstellen. Ich sehe gerade meinen Bildschirm nämlich nicht. Jordan liegt zurück, oh. Jordan liegt zurück? Dann sei das einfach einlöscht, wenn er verliert. Löscht wirklich da den Verein. Ich komm nie wieder. löscht wirklich den Verein, Digga. Unsinn, ich hab Rolle, ich hab gelernt. Nichts. Wir müssen, aber Digga, du lad mal jetzt bitte da langsam mal ein. Das hier ist Dabur, Freunde. Dabur hat schon 28-2 geholt und der Mann hat 150 Zuschauer, das ist sein erster Stream und ist leckt. Guck dir mal den Chat an. Sag mal. Skandal. Oh, dass du mich gebannt wirst. Hä, aber warum leckt es da so krass, Digga? Digga, das Ding ist, Dabur ist in meinem Bracket in der Nähe. Der Mann weiß, was er macht, aber es leckt so heftig. Der spielt das Ding aber ganz trocken runter. Aber mit Lags. Oder sein Stream laggt. Eins von beiden. Kann auch sein, dass sein Stream laggt. Wir haben, Freunde, ihr müsst hier eins wissen. Die sind, das ist nicht so wie in den letzten zwei Wochen, dass die. Okay, Chat, schlag ihn ein. Dass die alle Streamer sind. Das sind Fußballprofis. Brunst liegt 2-0 hinten. Freunde, lasst ihr aber gerne alle mal ein Follow bei den Männern da. Mods haut immer mal den Link dazu rein. Ach, Digga, hä? Einladung gesendet, okay. Der spielt mit wieder ein Abo-Counter weg, Eli. Hab ich noch nicht weggemacht? Abo-Counter weg. Tut mir leid, Freunde, am Anfang ist es immer sehr hektisch hier. Ich muss alles managen. Ich bin so kalt. Vorhin hatte. Die sind alle sehr gut, ja, die sind. Freunde, die sind alle übertrieben gut. Und das Geile ist, die kriegen bald auch, denke ich, ihre Pro-Player-Card so in einem Monat oder sowas. Die meisten. Sydney Frieda hält sich bedeckt. Die haben auch alle krasse Teams. Guck mal, weil die haben schon von EA, fast alle haben schon 3 Icons geschenkt bekommen. Der Mann hätte fast das 3-0 kassiert. Guck mal, hier macht von da deine Freunde 22 Zuschauer. Lass dir mal da mal ein Follow da. 0-0 mit Ungarn-Trikots. 0-0 steht's bei denen. Mit Ungarn-Trikots. Wenn wir da so reinkommen, Mann. Mike. Oh, 0-0 zur Halbzeit. Junge. Oh, mein Gegner ist drin. Okay. Streamst du schon, Sydney? Ja. Okay. Ping auf 2 Balken. Perfekt. Maxi Franke. Perfekt. Okay, soll ich mich muten? Ja. Tom Kraus 1-1. Was ist denn hier los? Tom Kraus 1-1, Freunde. Tom Kraus 1-1. Guckt euch mal an. Seht ihr das oben in Overlay, wie viele Dinger ich aufhab? Ich fühle mich wie Amar. Dings da. Sydney Friede, Freunde, ich sage euch so, wie es ist, ist einer der Favoriten. Er spielt aber gegen einen Elite-Spieler. Der ist Profi bei Wiesbaden. Am Ende, ich kann ihn leider gerade nicht... Nassim geht jetzt auch los, Freunde. Gegen Jessic, Freunde. Er spielt gegen Jessic. Jessic hat schon gegen Bayern ein Tor gemacht, Chat. Jessic hat schon gegen Bayern getroffen. Beim 4-3, als Hertha gegen Bayern gespielt hat, hat Jessic das 4-3 gemacht.
Das ist 3-3 mit dem Kopf. Perfekt. Ich glaube, die haben alle halt nicht so gutes Internet und die streamen dann ganz normal halt, ne? Jesse mit Krullet und so. Oh, da steht auch schon 1-0 für Nasi im ersten Angriff. Perfekt. Jesse, mies shit. Jesse schreibt mir, er will nicht gegen irgendeinen Schwitzer in der ersten Runde, er muss direkt gegen Favoriten spielen. Schlotterbeck hat Probleme bei PSN ID, deswegen nicht online. Ja, ist nicht so schlimm. Die sollen aber anfangen zu spielen. Nassim hatte doch auch schon mal 30-0, oder? Ja. Kraus führt, Elfmeter. Was wollt ihr sehen, Freunde? Welches Spiel wollt ihr sehen? Wollt ihr Sydney sehen? Wollt ihr, oder wir gucken einfach mal bei allen mal rein, ne? Tut mir leid an alle, ich kann nicht jeden Stream mir angucken. Wir schnuppern immer mal hin und her. Guck mal, aber ihr seht, Freunde, was die für Teams alle haben. Sein Gegner hat Rullet, R9, Pelé. Die haben alle die drei Icons geschenkt bekommen und die können auch FIFA spielen. Die können alle FIFA spielen. Und gerne immer so, Jordan 2-2, wirklich? Ja, wir schalten da gleich rüber, Freunde. Wir schalten da gleich rüber. Dankeschön an 24.000 Zuschauer, Freunde. Lasst gerne alle ein Like auf den Stream da. Obwohl Champions League ist, 25.000 Zuschauer, dann kriegt Sidney Friede fast 1-0. Was denn? Wenn der Mann hat einen Puls, ich sage euch ehrlich, weil er kann mit der Situation nicht umgehen, glaube ich, dass er Favorit ist. Der Mann ist sonst immer so, ja, er spielt auch Spaß. Jetzt muss er mal zeigen, was er kann, Freunde. Oh. Und er zeigt, oh, da muss er rüberspielen eventuell. Der Gewinner kriegt übrigens 2.000 Euro. Jordan, Willi, Wujelab. Okay, wir gehen mal hier, wir machen mal weiter. Bei Willi, Freunde, steht es 1-1. Willi steht 1-1. Ja, was ist der Willi? Was ist denn los, Großer? Nee, kein Tor. Ich weiß jetzt nicht, was welches Spiel ist. Gegen wen spielt Jordan, Freunde? Lasst ihr gerne überall bei allen Follow da, Freunde. Gerne immer so bei allen mal ein Follow da lassen. Ihr könnt doch so selber entscheiden, bei wem ihr gucken wollt. Jesse spielt aus dem Hertha-Raum. Was redet ihr? Wirklich? Willi 1-1, ja. Spielt Jesse wirklich? Willi so lustig. Ja, die haben einen Puls, Freunde, glaubt mir. Die haben wirklich, ob ich es mir glaubt oder nicht, aber die haben, voll viele von denen haben trainiert. Weil das hat schon eine gewisse Reichweite, so das Ding. Und die wollen halt nicht abgeschlachtet werden. Und am Ende gewinnt der Gewinner auch 2.000 Euro. Und der Cup ist gesponsert von Medion, Freunde. Ich zeige euch später nochmal. Ihr könnt eine PSN-Card gewinnen. Ihr könnt eine PlayStation 5 gewinnen. Ihr müsst hier nur zugucken und perfekt, folgt ihr jetzt. Oh, das war kein guter Alert bei dir. Ihr könnt hier eine PlayStation 5, ein Gaming-PC und Monitore gewinnen. Ihr müsst nur hier Abonnent des YouTube-Kanals sein und ihr müsst euch bei Medion anmelden mit den Newsletter. Mods, haut mal das Ding rein. Ist umsonst, ihr kriegt da, Freunde, eventuell eine PlayStation 5. Die haben das Ding gesponsert. Soll ich mal epische Musik anmachen? Das ist Jordan, ne? Kaktus Jack. Aber ich weiß nicht, wer Jordan ist. Wer von denen ist Jordan? Warte mal. Alter Schwede. Hier. Jordan 3-2? Er hat gerade 3-2 kassiert, ne? Ich weiß nicht. Er spielt gegen einen Profi von Herren Wehen, Freunde. Gegen Oliver Batista Meyer. Ich kann euch immer nicht leider deren Instagram-Namen zeigen, weil sonst bin ich hier nur am Rumzeigen. Hol dir die 2K. Jordan liegt hinten, Freunde. Jordan liegt 3-2 hinten. Wenn der Mann in der ersten Runde rausfliegt, hat der mental Probleme, sorry, so wie es ist. Wenn der Mann in der ersten Runde rausfliegt, hat der Mann mentale Probleme. So viel kann ich dazu sagen. Mocky 01. Early, ist das Jordan? Ja. Jordan ist nicht Brasilien. Perfekt, gut erklärt. Jordan ist nicht Brasilien. Und wenn er dieses Spiel verliert, dann wird er komplett ausrasten. Digga. Aber was denn, Jordan? Du musst mal ein bisschen Dreck fressen. Komm hin, Großer. Aber ich glaube, der Stream laggt. Das Gameplay laggt nicht, sondern der Stream.
Weil die haben halt alle nicht so Freunde, die streamen mit WLAN höchstwahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass die von mit einem LAN-Kabel streamen alle. Jordan hat so eine Krawatte, ja. Jordan hat eine richtige Krawatte, Chat. Jordan hat eine richtige Krawatte. Macht hier mal die 10.000 Likes voll, Freunde. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen. Ich weiß, dass Champions League ist. Und ihr sind hier trotzdem 25.000 Zuschauer am Start. Friede 0-0. Digga. Kriegt Jordan 4-2? Nee. Ich weiß das sehr zu schätzen, Chat. Unten ist er. Unten ist er noch großer! Nee. John macht zu viel, Freunde. Und John ist nervös. Er sitzt da mit seinem komischen Kopftuch oder was es da ist. Sitzt er. Und hat schwitzige Hände. Und ist schon wieder richtig am Ausrasten. Achso, wo ist er? Es ist auch ein Salzburg-E-Sportler. Wille liegt 2-1 hinten. Eieiei. Haaland 3-0, GG. Das ist einfach einer der krankesten, was ich erzählen kann. Der ist so heftig. 4-2, das Ding ist, glaube ich, durch, Freunde. Nicht quitten! Der quittet, der Knecht. Nicht quitten! Oder stellt er um? Er quittet, John quittet. Ich wusste so krass, dass John quittet, ne? Das ist so ein Eierkopf. Das ist so ein Eierkopf. Scheiße. John ist gequittet. Was glaubst du? Doch. Willi liegt 2-1 hinten. Wie viel steht's bei dir? Bei mir 0-0 Halbzeit, Junge. Hilfe. Nasim führt 5-0 gegen Jessic. Junge, bei mir 0-0 Hilfe. Nasim 5-0 gegen Jessic. Digga, ich verliere einfach 1-0 in der 89. Leck mich doch am Trick. Oh, Jovic auch raus. Ihr könnt alle nicht mit dem Druck umgehen, Freunde, merke ich hier gerade. Digga, mein Gegner war safe besser als ich. Der hat safe besser abgeschnitten. So ein Schwitzer, sein Alter. 50% Ballbesitz. Kennt ihr die Experten? Ja, ja, ich kenn die. Das Ding ist durch. Sandro Lauber ist in der nächsten Runde. Gegen wen hat er gespielt, Chat? Ich erkenne es an den Abkürzungen nicht. Gegen wen hat er gespielt? Sandro Lauber, Freunde, ist Fußballprofi bei Young Boys Bern. Könnt ihr immer gerne abchecken. Sind alles jüngere Profis, Freunde, die meisten. Tech hat die Musik. Deswegen Jordan die Musik. Also wenn Sydney rausliegt, Freunde, dann haben wir aber hier echt, dann haben wir langsam, aber sicher. Loster Medion Alert, was meinst du? 2-2 Dabur. Tom Kraus auch 2-2 in der Verlängerung. Freunde, alle Favoriten fliegen raus. Tom Kraus hat schon 30-0 geholt, Freunde. Martin Dardai liegt 3 Cent. Ich such Dabur, wartet. Moki hat, glaube ich, gewonnen, oder? Moki auch rausgeflogen. Digga, die fliegen alle raus, Chat. Moki verliert 1-0. Moki hat 29-1 geholt. Digga, was passiert hier? Digga, das sind auch alles Schwitzer, man, die einfach nur nicht streamen und das nicht öffentlich machen. Die holen alle schon 29 ein, sag ich dir. Digga, was ist los? Alle Favoriten fliegen raus. Dabur 2-2. Hä? Hier ist, Freunde, das ist ja der Wahnsinn. Achso. Bebu weiß ich nicht. Luca, danke für deinen Sub. Alert ist in der Mitte. Achso. Jetzt funktioniert das neu. Okay, wartet. Medion Alert. Wo soll ich den hinmachen, Chat? Hier oben? Achso. Ne, wir machen erstmal kleiner. Wo soll ich den Alert hinmachen? Hier oben rechts? Vor allem, das bleibt dann auch so lange, hä? Wow, wie lange dieser Alert bleibt, wenn man sich was holt, ohne Sinn.
Gönnst dich für 4,75 € bei mir dann. Ja, haben sie Pech gehabt, was soll ich euch erzählen. Dabur trägt 3-2 hinten, Chat. Das ist nicht mehr normal. Real Talk jetzt? Ich? Ja. Dabur liegt zurück. Tom Kraus. Ich hab nicht im Kopf, gegen wen die alle spielen, Digga. Es sind 16 Ach so. Paarungen. Okay. Es sind 16 Stück, Digga. Hat mein Tor gemacht. Hast du, führst du 1-0? Ja, 60. Sehr gut, großer. Dabur liegt 3-2 hinten. Kraus führt, Freunde. Wo ist er? Er sagt Scheiße. Will liegt 3-2 hinten. Der Mann hat's noch nicht. Mann, Digga, alle Streamer fliegen raus. Wollt ihr mich verarschen? Nick Woldemane führt 3-1. Ja, ist nicht schlecht. Tom Kraus hat 3-2 gewonnen. Tom Kraus ist weiter, Freunde. GG's. Ich streame ohne Game, nur damit ich das Gameplay habe. Dabur raus. Tom Kraus hat gewonnen. Nathan Dardai ist auch bedient mit 4-1. Ist Mocky raus? Mocky ist auch rausgeflogen. Was labert ihr? Ich schwöre. Ich muss mir das auch alles angucken. Ich bin überfragt, um ganz ehrlich zu sein. Okay, ich führe 2-0. So, der hat. Zendrim hat verloren. Okay. Jordan ist rausgequittet. Wie stand denn bei Jordan? Und hat Jordan gestreamt? Nein, bei Schlotti weiß ich nicht, was bei Schlotti los ist, Freunde. Nasim führt 6-1. Nasim ist noch drin. Hat Jordan gestreamt, Eli? Nein, hat er nicht. Digga, wo ist Dabur? Hier. Oh mein Gott. Dabur ist rausgeflogen. Ich bin wieder weg. Good luck, my friend. Schade, Dabur. Come to BVB. Dabur ist rausgeflogen, Chat. Dabur raus, Digga. Es fliegen alle Favoriten raus, Chat. Es fliegen einfach alle Favoriten am Anfang raus. Sydney, Tom Kraus und Nasim sind jetzt noch so dabei, wo man sagt, okay, die könnten das Ding noch machen. Hängt die ganze Zeit. Hattest du Gameplay-Dings da, Jordan? Bei wem war das denn? Gegen wen hast du gespielt? Willi auch raus. Der Mann ist bedient. Willi ist bedient, Freunde. Soll ich den mal einladen? Wir laden mal Willi ein. Willi ist bedient, Freunde. Willi ist bedient. Junge, übertrieben. Marton ist weiter. Ich dachte, Marton lag 4-1 hinten. Spiele nie wieder Lösche Verein. Nein, Jordan, hör auf mit sowas. Hör auf mit sowas. Willi ist bedient, Freunde. Willi ist wieder off? Hilfe. Willi ist wieder offline, der Mann ist bedient. Dabur, ich weiß nicht, was da los war jetzt. Es gibt nur ein Spiel, ne? Nur ein Spiel. Willi off mit einer Krawatte. Nick Woldemade 3-2. Langer Lachs von Werder Bremen, Freunde. Ich sag so, ich wäre auch aufgegangen, hätte ich erst Spiel verloren. Lade mal ein, Coach, ich will mal kurz ein Interview mit dir führen. Er ist schon eingeladen. Ach, ist er nicht reingekommen? Nee. Ich hab ihn und Jordan noch eingeladen. Der Mann hat eine Krawatte, Chad. Der Mann hat auf jeden Fall eine Krawatte. Ist Momo raus? Ja, ne? Momo ist auch raus, ja. Aber sieht nicht. Gegen Benko. Mocky, thanks für dein Host, Buddy. Digga, Mocky, was war los? Gegen wen hast du gespielt? Digga, alle fliegen raus. Es ist der Wahnsinn, Sydney. Es sind 3 oder 4 Favoriten gerade rausgeflogen. Hä? Fällt mir natürlich, aber hä? Nick Woldemade spielt mit den Nerven, Digga, er kriegt 91. Das ist 3-3. Nick Woldemade ist bedient, Freunde. Der lange Lachs ist bedient.
Der ist so ein langer Lack. 3-0, führt Barca 3-0. Dabur ist rausgeflogen, Freunde. GG's. Jordan, lösch nicht deinen Verein, das wäre voll dumm, Junge. Ich spiele nie wieder, hängt die ganze Zeit, schreibt er. Ja, ja, sein Game, ich glaube, sein Gameplay hat gehangen. Also Internet bei dem war kacke. Okay, Jungs, GG's in den Chat. Friede weiter. Pflichtprogramm. Maike, wenn du mich hörst, GG. Gegen wen hat Mocky zwei Pfostenschüsse? Gegen wen hat er gespielt? Digga, Tom Kraus ist doch weitergekommen. Warum hat er Achso, er geht wieder online, wenn Dixer, wenn er weiterspielt. Tschüss. Da war der Druck am Ende einfach zu. Ich glaub, wie so Pause ist und so. Martin Dada ist weitergekommen. Was? Ich nehme jetzt die Pulli an, Junge. Ich glaub schon, Digga. Ich glaub, dass Martin weitergekommen ist. Frag mich nie wieder, ob ich mitmachen will. Schreib John. Digga, warte mal. Oliver Batista, gegen den hast du verloren, John, ne? Der ist ein Fußballprofi von Herrenwehen, Freunde. Herrenwehen. 1-0 hat der Mann gewonnen. 4-2 hat er gewonnen. Die haben halt alle krasse Teams, Chat. Was bei Schlotti passiert, weiß ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, wie viel Schlotti gespielt hat. I'm back. Nasim hat, glaube ich, gewonnen. Ja. Nasim hat gewonnen, Freunde. Tom Kraus weiter, Landro weiter. Okay, Leute, mal gucken, gegen wen wir noch spielen können. Jordan 4-2. 4-2, Mocky gegen Julus CSCH. Warum kommt Willi nicht im Discord? Willi hat eine Krawatte, Freunde. Willi ist bedient, der ist gerade rausgeflogen. Nassim. Aber ich würde ihn gerne fragen, ob der gut war, sein Gegner. Batista Meier von FC Bayern ausgeliehen, yes. Ich spiele gegen Medo oder. Warte mal ganz kurz. Du hast 5-0 verloren, Schlotti. Was laberst du? Digga, hier sind neue Stars, Digga, neue Sterne. Gegen wen hast du denn verloren? Warte. Gegen wen hast du verloren, Schlotti? Hä? Wo ist Schlotti? Jordan kann jetzt nicht schlafen. Sei Bot, Miss. Jessic ist gequittet. Das ist Tobi Missner. Turbo. Was? Der bei dir mal donated. Er hat gegen Schlotti gewonnen oder spielst du jetzt gegen ihn? Nein, er hat gegen Schlotti gespielt. 5-0. Digga, hier werden neue Regeln gemacht, ne? Hier wird... Okay, Leute, wir spielen gegen Medo oder Baris FIFA? Wer ist Baris FIFA? Schlotti hat kein Ultimate Team, er spielt kein FIFA dieses Jahr. Ach so. Ach ja, cool, so. Also, Freunde, ich zeige euch jetzt die Favoriten, die jetzt noch drinnen sind. Also, meine persönlichen Favoriten. Nasim, Digga, Teufelszahl, Hilfe. 66.600. 3 Sechsen. Kurs geht raus, Freunde, für 25.000 Zuschauer. Weiß ich wirklich sehr zu schätzen. We need traurige Musik für Jordan, den gefallenen Bruder. Sollen wir mal kurz für Jordan traurige Musik anmachen? Jordan lässt es leider an sich ran. Das ist das Problem. Jordan, hör mal zu, Großer. Das kann passieren. Du hattest einen guten Gegner. Alles super. Nasim, Dabur ist... Wie viel hat Bebu gespielt? Das ist das Problem. Ich kenne... Die hätten mit ihren Namen sich anmelden sollen. Keine Ahnung, hat, ich weiß gar nicht gerade, wie meine Gegner spielen. Wie viel hat Bebu gespielt? Chat, weiß einer, wie viel Bebu gespielt hat? Ja, die haben sich halt alle nicht so angemeldet. Willi 3-2. Sandro Lauber ist weiter. Tom Kraus 3-2 gewonnen. Tom Kraus spielt jetzt. Hä, 0-0? Luca. Wie? Dann geht's doch da ans Elferschießen. John, diese 2K hast du. Ja, ja, ich gucke jetzt das. Aber zu, Großer. Hilfenfein, aufstehen, Krone richten, weiterlaufen. Ich hätte eh in der zweiten Runde gegen Nasim 5 Dinger kassiert, da wäre ich mit 5 Kirschen nach Hause gefahren. Das wäre doch so schlimm. Wollte mal eine Verlängerung? Digga, da spielen ja immer noch welche. Digga. Nick Woldemade. Wisst ihr, was das krasse Anstrengende gerade ist, Freunde? Das ist nicht so koordiniert wie beim letzten Mal, weil die alle, beim anderen hatten die alle Facecam, du wusstest, wer gegen wen genau dran ist. Hier spielen die schon einfach. Aber er ist jetzt 4-3 vorne. Nee.
Nick ist 4-3 vorne. Vic Noldemade. Ich glaube, dass er ein Elite-Spieler ist, Freunde. Belenzi. Auch mal dreckig sein, Jordan. Ja, Jordan hätte dreckig spielen müssen, Freunde. So. Sag ich ehrlich. Ich Startschwierigkeiten, trotzdem noch zu werden gewonnen. Ja. Luca Philipp ist raus, 3-0. Gegen Rili. Wen gucken wir dazu? 4-4, Digga. 4-4. Nick Woldemade. Achso. Der Lange. 4-4, Digga, die kommen alle mit, der darf nicht klar. Nick kassiert in der 91. Minute 3-3. Warte, mein Michael ruft mich an. Ich glaube, Tom Kraus haut sie alle weg. Na, Freunde, die meisten strugglen hier gerade rum, muss ich sagen. Die meisten strugglen early rum. Meinst du, Willi hat seinen Gegner gemeldet? Ich glaube schon. U19 Dortmund Rilli? Ja, genau. Er ist der Einzige, der keinen Profivertrag hat und mitspielt. Wegen Sebo Geller, so in der Art. Wegen Sebo. Freunde, Dankeschön für 11.000 Likes auf dem Stream. Wie gesagt, ihr könnt eine PlayStation 5 gewinnen, wenn ihr hier Abonnent des YouTube-Kanals seid. Checkt auch die an. Abonnent des YouTube-Kanals seid. Ausrufezeichen Medion, dann kommt ihr auf den Link zu Medion. Die sponsern das Ding. Und der Gewinner heute kriegt 2.000 Euro von den Profis. Am Anfang ist das alles sehr... Oh mein Gott. Nick Woldemade liegt hinten, 5-4. Ein richtiges Dreckstor. Nick Woldemade ist bedient, Freunde. Nick Woldemade ist bedient. Der Mann ist bedient. Kopf hoch, weitermachen. Der Lage Lachs. Digga, aber die Musik ist schon teilweise. Ich sag dir ehrlich, die haben das alles viel zu sehr auf die leichte Schulter genommen. Weil die haben alle gute Teams. Nick, Kopf hoch, großer. Nick, Kopf hoch, großer. Der ist 2,7 Meter oder so eine Scheiße, glaube ich. Bebu raus gegen Noah Okafor. Oh, okay. Bebu ist auch rausgeflogen von Hoffenheim, Freunde. Gegen Noah von RB Salzburg. Der Mann spielt morgen gegen Bayern in der Champions League und zockt heute nochmal ein bisschen beim Eli Keller Cup mit. Aber da, das Spiel konnten wir, glaube ich, nicht gucken, weil keiner von beiden gestreamt hat. Glaube ich. Die streamen, die haben halt alle richtiges Müll-Internet, ne? Irgendwie. Also nicht gut genug, um zu streamen und zu spielen, glaube ich. Aber jetzt ist da eine Lücke. Oha. Das sieht auf jeden Fall richtig langsam aus. Da oben ist der Stecker. Der Lange fliegt raus. Der Lange ist rausgeflogen. Chat. Und damit auch ganz schnell das Spiel beendet. Nick Woldemade bedient. Der hat mir geschrieben, Freunde, dass der Mann durch die Hölle gehen möchte beim Eli Keller Cup. Aber da endet es schon in der ersten Runde. So. So, Luca Philipp, Freunde, der Mann ist Torwart bei TSG Hoffenheim. Der ist noch dabei auf jeden Fall. Wir können gleich mal gucken, wer jetzt hier gleich gegen wen zockt. Die Begegnungen sind draußen. Nee, meins noch nicht. Ah doch. Oh, Medo hat gewonnen. Ich spiele gegen Medo. Tom Kraus spielt jetzt gegen Rilin. Das wird schwer. Ich glaube, gegen Medo gewinnst du safe, oder? Ich hoffe. Moki rausgeflogen. Maurice Hovic ist rausgeflogen. Wie war dein Gegner? 90. Minute. Ja, der war ein Schwitzer, der hatte 65% Ballbesitz, aber 90. Macht er so ein Eierding, aber egal. Gegen Nassim hätte ich danach die Runde eh richtig auf den Sack bekommen. Okay. Jessic auch rausgeflogen. Hier ist ein Overlay drüber. Ich weiß nicht, ob der Mann. Warte mal. Dabur ist rausgeflogen, oder Chat? Aber der zockt jetzt so noch ein bisschen, glaube ich. Soweit ich das mitbekomme. Krass, Digga. Krass. Marton Dardai.
Digger, mit seiner Karte da. 67er. Luca auch raus? Was? Digga, die sind alle fliegen raus. Da ist sogar Poco. So, hier, das ist, glaube ich... Er ist noch drin von Streamern, Hilfe. Digga, alle Streamer fliegen raus. Ich hoffe, du und Nassim kommt ins Finale, ey. Oder die meisten Streamer fliegen auf jeden Fall raus. Bubu raus gegen Noah von Salzburg. Aber Noah streamt nicht. Noah streamt nicht von Salzburg. VfL Benny, was hat denn der für eine Pro? Der hat sogar einen Greenscreen. Ist das ein Fußballer? Ja. Er hat Bibu rausgeschmissen, Freunde. Der spielt morgen gegen Bayern. Noah, ja, Noah ist ein Schützer. Was holt Noah so Weekend League? Hat Elite 1 geholt schon letztes Jahr. Hat er schon Elite 1 geholt? Letztes Jahr. Okay. Der Mann ist im Hotel, morgen CL. Aber er streamt nicht aus dem Hotel, ne? Ich weiß nicht. Streamt er? Nee, also sonst streamt er schon. Aber er streamt gerade nicht. Auch bessere Latenz auf mich. Gegen wen spielst du denn jetzt, Sidney? Gegen Medo von Freiburg. Demirovic. Martin streamt auch noch und spielt gegen... Okay. Okay. Schmutz, dass man Teams nicht sieht, das ist echt kacke. Ich bin gespannt, wer da am Ende weiterkommt. Oder weit kommt, besser gesagt. Korrekt. So, hat er mich angenommen? Elis Nachricht von Alex, dass er im Hotel ist, statt Lukas Nachricht, dass einer spielt. Wir gucken doch gerade das Spiel. Das Problem ist, Freunde, sage ich mal gerade das Hauptproblem. Die Männer sind alle nicht so hinterher in Sachen Streaming etc. und mit Eintragen hier und Eintragen da. Deswegen ist das alles nicht so gechillt gerade. Wenn ein paar rausfliegen, dann ist es einfacher, alles zu managen. 2-0 steht's hier. Anscheinend, Digga, Oliver Batista, der Mann, ist anscheinend auch ein Öler, Sidney. Lol. Was denn? Schalt Willi ein. Ich glaube, der hat eine Krawatte. Guck mal, der Mann hat auf jeden Fall schon die Champions League gewonnen. Ob er da eine wichtige Rolle gespielt hat, weiß man nicht. Aber der ist jetzt zu... Boah, Digga, ich hab so brennt. Der ist jetzt zu Herrenwehen gewechselt. Hat auch die Nummer 10 bekommen. Perfekt. Kriegst auch ein Follow von mir, mein Freund. Und der Mann spielt hier gerade und ist sehr gut dabei. Der führt 2-0. Zweite Runde, ne? Ja. Ja, plus 1, Max. Spielend gegen Tom Kraus. Ja, aber ich weiß nicht, ob die schon spielen. Ach, Dings. Batista Meier spielt gegen Turbo. Herr Digga, ach, Tom Kraus hat den Stream vorhin. Ah, okay. So, Tom Kraus spielt jetzt gegen wen? Was mich am meisten stört ist, dass die hier ihre Namen nicht richtig eingegeben haben. Die haben irgendwie ihre Nicknames oder so angegeben. Die hätten ihren Namen eingeben sollen. Oder irgendwo noch reinschreiben sollen. Weil so fällt es mir voll schwer. Ich weiß gar nicht gefühlt, wer ist. Nur so bei ein paar halt, ne? Junge, bei Medo bodenlos. Da steht Temir-Demir9. Einfach, er schreibt mir gerade bei Instagram, er heißt Bratkus98 bei. Der war für 3-0 hier. Der Mann für 3-0. MMU mit einem Follow, Slevu, Suju mit einem Follow, Lowbray mit einem Follow, Dominator, Rambo. Dankeschön für die Follows. Lauper für seine. Bratkus98. Willi kommt nicht mehr an Discord, Freunde, ich glaube nicht. Edi, machst du auch deine eigene SPC? Ja. Noch besser. Was da? Willi? Was? Ich weiß nicht richtig, haben sie eine Krawatte um? Ich mach mal kurz die Musik an. Willi, haben sie eine Krawatte um? Ich hab vieles um. Wenn du mal auf dein Handy schaust, da siehst du viele Einschläge. Was war los? Was war da los? Erzähl mal ein bisschen.
Mir liegt so viel auf dem Herzen und so viel auf der Zunge, ne? Das ist nicht jugendfrei. Ich sag dir so, wie es ist. Eli, ich kassiere ein Kopfballtor von Ben Yedda. Von Ben Yedda. Der Mann ist nicht größer als 1,60. Kopfballtor rein. Was soll ich dir erzählen? Warst du zufrieden mit deinem Spiel so? Ja, Eli, ich... Oh. Wie hat dein Gegner gespielt? Ich möchte nicht über meinen Gegner reden. Erstmal Glückwunsch. aber ja, was. Mehr gibt's da nicht, sagst du. Nee, da gibt's auch nicht mehr. Willi hat eine Krawatte, ja. Willi hat eine Krawatte, Freunde. Willi hat eine Krawatte. Gegen wen hast du denn gespielt? Ja, Lockel. Sagst du, das hat sich gerecht, mein Freund. Ja, vielleicht, Willi, hast du auch dir zu großen Kopf gemacht. Ich weiß es nicht. Eli, ich bin gebrochen, ne? Ich überlege aufzuhören. Ich meine ehrlich, ich komplett aufzuhören. Ich werde mir irgendwas Neues suchen, Minecraft oder so. Ey, Willi, hör auf mit sowas. Nasim ist im nächsten Spiel, Freunde. Nasim ist im nächsten Game. Ich sag dir ehrlich, Friede, das sieht auch gut aus, was der Mann da spielt. Ja, ach, Luca. Aber der Mann liegt eins nur hinten. Digga, es ist der Wahnsinn, ne? Gegen Rinin. Digga, das sind so eine Öle. Was, er liegt zurück? Ja. Verliert er gerade 3-0? Hilfe. Wer? Digga, ich kann nichts... Nein, nicht Nasim. Ich kann nichts einschätzen. Kannst du mal den nächsten Gegner einladen, Friede? Ja, wir hatten ein paar Komplikationen, weil er falschen Namen angegeben hat. Ich habe ihn jetzt angenommen und jetzt lade ich ihn ein. Nasim spielt gegen Rinin, Freunde. Das ist der von den Dream Chasers, der Kapitän. Das ist der Einzige, der keinen Profivertrag hat in diesem ganzen Konstrukt hier. Als Ausnahme sozusagen. Aber ihr seht, hier wird schon sehr viel rumgeölt. Alle auch mit High... Obwohl, er hat Tixiera. Natal. Er hat nicht so ein krasses Team. Ich glaube, er hat auch nicht 3 Icons bekommen, oder? Nee, er könnte keine 3 Icons bekommen haben. Wie viel steht's denn bei Leipzig gerade, Chat? 0-1-0 Paris. Okay. Gefällt mir. Wie viel steht's bei Dortmund? 3-0, ne? Ja. Handyvertrag? Rinin spielt gegen Krause. Ach so, Digga. Ach ja, schon. Krause, ich hab's verwechselt. Meine haben sich ganz klar verfahren. Ich hab mich schon gewundert, warum er die ganzen Icons hat. So, ich hab ihn eingeladen. Hier, das ist Rinin, Freunde, gegen Tom Kraus. Tom Kraus führt 1-0 und hat auch schon, Freunde, 30-0 im Buckel. Direkt erster Angriff ging da anscheinend rein. Wieder Zweierping, Junge, was das? Digga, die spielen halt alle von... Ja, 92 innen. Angriff, Hilfe. Was hat der für ein Team? Okay, ich bin mute. Macht er immer noch 2-0. Sagst du, der wird das Ding gewinnen. Sagst du, du unterschätzt es, mein Freund. Ich sag mir jetzt nicht, Rinin quittet. Quitten die jetzt, die Männer. Jordan hat er auch getroffen. Rinin spielt 4-3-2-1. Krause spielt gut, ja. Tom Kraus spielt sehr gut, Freunde. Wird es am Freitag auch Prozente bei Elevate sein? Ja, der ist schon da günstiger. Also der Preis ist da schon so. Junge, das Turnier... Digga, das lag an deinem Gegner, Jordan. Gegen wen hast du denn gespielt? Der hatte dann anscheinend kein gutes Internet. Aber das ist normal, weil die meisten halt mit WLAN zocken oder nicht so eine krasse Leitung haben. Weißt du, was ich meine? Und du hast, Digga, der wohnt in Holland. Du hast gegen jemanden gespielt, der aus Holland kommt, mein Freund. Der wohnt in Holland. Und der glaube nicht, dass er ein LAN-Kabel hat. Und selbst wenn, das kann kein gutes Matchmaking sein. Gegen den ja John vorhin verloren, Freunde. Oliver Batista Meyer. Was erwartest du, John? John hat eine Krawatte. Der lässt da nicht locker. Hast du Bock auf Weekend League? Ich halte mich bedeckt. Sid vs. Kraus Finale ist so sicher wie das Amen in der Kirche, oder Nasim? Ist es machbar? Würde ich so nicht sagen. Ich sag, Sidney ist wirklich in der Top-Verfassung. Sagst du? Ja, der ist. Ach, Eli, du weißt nicht, in was für ein Loch ich bin, wirklich. Willi, du wirst da rauskommen. 4-2. Du musst da rauskommen, Großer. Das bringt auch nichts, da dann zu verfallen, so in der Art. Ja, ich weiß, was du meinst.
davor eingespielt, Umut geschrieben, was denn? Umut geschrieben. Resultat, Salat. Marton wartet auf seinen Gegner, was ist da los, Chat? Friede führt 1-0 übrigens. Führst du 1-0 gewinnen, spielst du? Oh, Nasim 1-1. Ref! Hab ich ja vorhin schon gesehen. Sitten 1-0, ja. Chat, wie ist der Stand? Es sind schon echt viele Favoriten rausgeflogen, muss ich sagen. Dabur ist rausgeflogen, Bebu ist rausgeflogen, Mocky ist rausgeflogen. Das waren schon so... Willi ist rausgeflogen. Jordan ist rausgeflogen. Es sind schon echt... Schon viele gute rausgeflogen. Guck mein Tor, guck mein... Oh mein Gott, ich hab kein Tor gemacht. Arrogant. Sollen wir mal Sidney zugucken? Guck dir's an. Mit deinem blonden Haaren, Junge. Wechselst deine Haare öfter als meine Unterhose. 2-0. Hast du gesehen, das Tor? Ja, wir gucken dir gerade zu. Hat Kraus gewonnen? Kraus hat gewonnen. Was ist mit Willi, meinem Favoriten? Willi ist rausgeflogen, Freunde. Der ist hier gerade im Discord, der hört dich. Hey, mein Freund, es tut mir leid. Großer, es tut mir persönlich leid. Digga. Barcelona 4-0, okay. Wie viele Tore hat Messi gemacht? Jordan sehen wir, glaube ich, nie wieder bei einem Turnier. Ja, Freunde, das Problem ist, aber er hat auch R9 Rullet und so. Ja. Gegen wen spielst du gerade? Medo von Freiburg. Medo von Freiburg. Hast du gesehen, der Demirovic. War davor ich hab's gesehen, war nicht schlecht gespielt. Er spielt gerade Kassierer 19. Tor. Geh mal auf meinen Twitch. Noah Ofaktor. Haut mal sein Ding hier rein, Freunde. 5-0 gegen Schlotti. Ja, aber das Problem ist bei ihm, er streamt nicht. Warte, jetzt kommt. 4-2 gewonnen. Gegen den spielt gerade Sidney, Freunde. Könnt ihr auch immer gerne alle abchecken. Die sind alle nicht schlecht in FIFA. Sidney 2-1, Tom Kraus führt 3-0, Nasim führt 2-1, Oliver Batista, Maya führt 4-3, Marton, Digga, da geht's nicht weiter bei dem Kollegen Schnürschuh. Bei dem Kollegen geht's nicht weiter. Ich glaube, Anik. Wieder geht's nicht weiter. Na, da passiert nichts, er hat gewonnen, aber da lädt niemand ein. Lauper ist weiter. Ich hab ADL. Könnt ihr mal Noahs Twitch hier reinkloppen? Marton startet gleich, okay. Frieda, ich würde dir empfehlen, lieber mal aufs Dreier zu gehen. Chat, beleidig mich. Ich würde dir empfehlen, lieber mal aufs Dritte zu gehen, mein Freund. Das wirst du bereuen, Großer. Guter Tipp da. Ich sag's ja nur. Das ist ja blöd, Digga. Er lüpft aus 2 Metern, schießt einfach in die kurze Ecke. Nasim spielt krass, ja. Juve 2-1. Was, Digga? Warum sind die so lost? Letzte Minute 2-1 gemacht. Hat Ronaldo ein Tor geschossen, Chat? Ich hoffe so. Wenn mir FIFA was zurückgeben will, dann am Donnerstag. Danke, Freunde, für über 20.000 Zuschauer, obwohl Champions League ist. Weiß ich sehr zu schätzen. Lasst ihr gerne alle ein Follow da. Übrigens, ihr könnt alle eine PlayStation 5 gewinnen. Ich zeige euch gleich. Oder Ausrufezeichen Medion. Einfach auf die Seite gehen und euch da beim Newsletter anmelden. Gute Chat. Aber warum machst du nicht, Friede? Du machst so viel Scheiße gerade. Ja. Das ist doch gerade eben normal. Es geht hier um 2000 Glocken. Es war nur der Lupfer, der nicht normal war. Der Rest war normal. Morata und Kvitsch. Okay. Ronaldo hat das 1-1 gemacht. Messi ist nicht im Kader, aber Great Race war 2 Tore und 1 Vorlage. LOL. Hat PSG hier gewonnen? Hat Paris gewonnen, Chef? Gegen wen spielt Sidney? Er spielt gegen einen Fußballprofi von. Hier, jetzt zeige ich es dir. SC Freiburg. Ermedin Demirovic. Wie lange wir Medo auch schon kennen, ey. Medo, geisteskrank. Woher denn? Achso. Er war früher bei HSV, da hat er immer so ein Ronaldinho-Stirnband an. Lange Haare, Ronaldinho-Stirnband. Dann ist er von HSV, ist er zu Leipzig. RB. 6 Minuten nachgestellt. Bei Kraus nur noch 3-1, okay.
Und wir schalten darüber, wenn es 3-2 steht. Ich will Sydney eigentlich mal in 3-2 machen sehen. Sydneys Haare sind wild. Skala 1 bis 10, Freunde. Wie findet ihr Sydneys Haare? Ihr seid ihr ehrlich, ich fand Lila besser. Hört schon nach Hate an. Lila fandst du besser? Ja. Danke, cool. Eli. Fand ich auch. Cool. Ja, ich kann ja da, ich hab mir nur blond gefällt, damit ich wieder was anderes machen kann. Ich mach jetzt nichts grau oder sowas. OK von seinem Twitch? Du musst annehmen. Scheiße. Mann, Digga, warum kann ich das nicht hier hin machen? Aber hier steht, dass er offline ist, ohne Sinn. Willi, du musst annehmen, okay. Er sagt jetzt so, ich soll auf sein Dings gehen, aber er ist offline. Tom Kraus 3-1. Nasim führt, glaube ich, hoch. Nasim 2-2, 77. Minute. Ja, gegen meinen Schwitzer Gegner. Das war so ein kleiner, dreckiger Ballbesitzschwitzer. Und ich habe mich als auch rausgenommen, Freunde. Ich bin richtig sauer, Alter. Ich bin richtig sauer. Oh, ich habe wirklich gedacht, ey, ich bin im nach dem zweiten Training. Wenig zum Physio. Nasim liegt 3-2 hinten. Mann, ich höre, das war so ein Öl an meinen Gegner. Ich mein's ernst, kann sein sogar, dass er gewinnt. Ich hab der Mann für 3-2. Der Mann will Follower. Ich spiele heute ein FIFA-Turnier. Ganz stolz. Wenn mich morgen einer fragt, wie das Turnier war, sage ich, es ist ausgefallen. Ey, ist der Controller deshalb kaputt gegangen wegen gerade? Ja. Ach, du hast den Controller kaputt gemacht? Ja, Eli. 8-1 Torschüsse, mein Gott. Wenn ich das noch choke. Nasim liegt 3-2 hinten. Gefällt mir. Nein, warte mal. Geh auf dritte, danke für den Tipp, Chat. Ja, Digga, bei dir, was du da für eine Scheiße machst, muss man das ja hinschreiben. Ich spiele immer so. Cam? Was mit meiner Cam? Unscharf? Nö. Nasim streamt ohne Facecam, Freunde. Gute Cam. Cam. Digga, aber ich hab immer so schlechtes Internet. Hä, hey, was meint der Chat? Achso. Nasim streamt ohne Facecam. So ein Unmutball. Mods, haut mal den Link rein, gegen wen Nasim gerade zockt. Der Mann verdient sich hier was. Ich hab den auch nicht gefunden, ich hab den auf Insta und so überall gesucht. Ja, die nennen sich halt alle anders, Mann. Die nennen sich alle immer anders. Anstatt die sich so ihr Dings da nennen, ganz normal. Hä? Digga, wenn Nasim rausfliegt, dann sind... Oh. Mein Gott. Oh, er stolpert sogar Torwart. Oh, unlucky. Unlucky, unlucky, unlucky. 4-2, Freunde. 4-2, das war's. Nasim ist rausgeflogen. Ich hab nur 1-0 gegen den verloren in der 90. Ich bin stolz. Echt? Mhm. Das ist ein kleiner Öler, das habe ich nach der ersten Minute gewusst. Es ist ein kleiner Öler. GG. GG, mein Freund. Und da wird das immer rausgemacht. Dankeschön, Nassim, dass du trotzdem dabei warst. Unlucky. So. Das ist er, Freunde, er ist Profi bei Paderborn. Chris Führig. Nee, ist gewechselt. Nee, der ist Paderborn. Doch, bei Paderborn, ja, stimmt. Bei Paderborn, Freunde, zweite Liga. Der Mann hat hier, der war anscheinend bei Dortmund in der Jugend und bei Köln. Fuck, Eckentor 2-2. 2-2, Digga, Sydney, wenn du jetzt rausfliegst, dann sind alle Favoriten in der zweiten Runde rausgeflogen. Sydney, mach das Ding. Digga, ihr seid lost. Die sind immer so lost, Chat. Die denken immer, das ist alles so einfach. Fußballprofis sind wirklich, die verstehen halt das Spiel. Das verstehen die meisten nicht so. Das sind ja keine, und die haben alle auch meistens gute Teams. Dadei gegen, na, die startet. Okay, gucken wir uns gleich an. Wir gucken hier erstmal Sydney, Freunde. Da steht es 2-2. Kurs geht raus für 25.000 Zuschauer, Freunde. Lasst hier gerne alle ein Like auf den Stream da. Es sind an alle, die neu dazugekommen sind, es sind so viele schon rausgeflogen. Dabur von Hoffenheim rausgeflogen. Bibu von Hoffenheim ist rausgeflogen. Nasim von Schalke ist gerade rausgeflogen. Also ich sage euch gerade so, wo ich eigentlich dachte, dass die Favoriten sind. Bei Sydney steht es 2-2. Mocky ist rausgeflogen von Wiesbaden, der schon 29-1 geholt hat.
Willi ist rausgeflogen. Oh, Sydney! Guck mal, was wie hektisch! Sydney hat einen Puls, ich zeig das so, wie es ist, Chat. Tom Kraus ist noch drinne. Marton führt. Hä, kann Marton was oder was? Digga, der lässt safe irgendjemand anderen spielen. Der sitzt dahinter ihm mit dem Controller, 100%. Nee. Oh! Nee. Oh, Willi, man kann nicht spielen, ne? Ja, der Anlacki. Wir können eh die Sorte beleidigen, er würde es nicht lesen. Doch, ich lese den Chat. Das ist nur nicht so einfach. Ihr könnt euch nicht vorstellen, das ist nicht so einfach gerade. Ich muss hier auf so viele Sachen achten, weil, Freunde, ich auch immer voll selten weiß, bei wem ich gerade drin bin. Hier weiß ich es, nur Homo? Wegen Sydney, wegen der Facecam. Und ihr wisst es dann auch immer besser. Ja, Digga, wenn Sydney das Ding hier choked. Kurze Ecke! Was ma... Oh, den machst du gut. Ich mache epische Musik an. Ich mache epische Musik an, Chat. Willi ist nicht mehr online, Chat. Ja, war ja. War so ein kurzes Feuerwerk, Eli, das glaubst du gar nicht. Warte mal ganz kurz, Großer. Oh, Sünde! 3-2! Ja, was denn? Digga. Was denn? Du hast so einen Herzschlag, Großer. Was soll der denn? Sünde, mach das Ding, der hat Elite 1 geholt. Hakan, du weißt gar nicht, Tom Kraus hat 30-0 geholt, Dabur hat schon 28-2 geholt, Mocky hat 29-1 geholt. Das ist krass. Willi 25-5. Willi 25-5 raus. Maurice Schomitsch 24-6 raus. Marton führt schon wieder 1-0, Freunde. Checkt Marton hier ab, Freunde. Lasst ihr gerne bei dem Mann mal ein Follow da. Das ist krass. Marton ist Profi bei Hertha BSC, Freunde. Es leckt bei allen von denen, ne? Weil die alle in Schmutz Internet gefühlt haben. Also es reicht nicht zum Stream oder die meisten, die wenigsten von denen machen halt mit LAN-Kabel. Guck mal, wie der Mann da durchrennt. Mit seinem neuen Alter, die haben alle so krasse Teams. Kann ich irgendwo Boote draufsetzen? Mach was du willst. Der Eddie Keller Cup hat seine eigenen Gesetze. Der Eddie Keller Cup hat echt seine eigenen Gesetze, Chat. Ganz obligatorisch da oben nochmal Weekend League 0-0 hingekloppt. Stark. Junge, dass Mocky auch draußen ist, ist krass, ne? Mocky auch raus. Digga, die kommen, glaube ich, mit der Situation nicht klar. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ich war auch angespannt, ne? Ich hatte so einen Puls, als ob ich 30-0 stehen würde. Guck mal, wie es bei denen leckt, Digga. Mit ihrem Schmutz-Internet. Der Mann ist noch drinne. Der hat Jordan rausgeschmissen. Jordan ist auch rausgeflogen, Chat. Spielte Manon schon Bulli? Ja. Ne? Was ist? Jordan ist halt richtig gut, ne? Was ist denn mit Jordan? Jordan ist richtig gut. Jordan kann echt was. Jordan ist nicht schlecht in FIFA, der kann was. Ich glaube, bei denen brennen einfach zu schnell die Leitungen durch. Ja, ja. Der war doch schon vorm Spiel, hatte Jordan eine Krawatte, die hat ihn nicht gesehen. Hier, das ist Marton, der hatte vor ein paar Wochen sein Debüt, glaube ich, vor. Was ist denn hier? 7. November? Vor 2 Wochen oder so hatte er sein Debüt. Mit seinem Bro und der unterstützt ihn hier als. Guck mal, wie Sydney rumölt. 3-2. Tom Kraus, Freunde. Tom Kraus ist weiter. Tom Kraus 30-0. Die streamen halt alle ohne Facecam. Der Mann hat. Der streamt nicht. Das ist der E-Sportler. E-Sportler, Digga. Der spielt bei Salzburg, Freunde. Ist jetzt, glaube ich, im Viertelfinale. Ab Halbfinale wird mit Hin- und Rückspiel gespielt. Und das. Der Mann spielt morgen gegen Bayern. Und holt sich hier nochmal vielleicht den Eddie Geller Cup. Wann kommt das Gewinnspiel? Das läuft die ganze Zeit, Freunde. Ihr müsst da nicht Hashtag irgendwas reinschreiben.
Wobei, wir können jetzt mal ein Giveaway machen, Freunde. Hashtag 50er in den Chat. Dann könnt ihr eine PSN-Card gewinnen. Ich lasse es mal für 5 Minuten laufen. Ihr könnt eine 50er PSN-Card gewinnen, Freunde. Hashtag 50er in den Chat. Diesen YouTube-Kanal hier abonnieren. Nein, und mir auf Instagram folgen. Sydney kommt jetzt hier auch gerade ins Viertelfinale. Hat sich nicht mit Ruhm bekleckert, Großer. Ja, war ich auch selber dran schuld. Hast dich nicht mit Ruhm bekleckert, Großer. Aber weißt du was? Das ist dir egal, Digga? Willst du sagen, ist hier kein Schönheitspreis? Ich musste schwitzen und das ist gut, dass ich jetzt warm bin. Aha. 9 zu 2 Torsches, was wollt ihr mir erzählen? Rüsak, danke schon wieder im Prime Sub. Let's go, Jungs. Guck mal, der Gegner schreibt Schwachsinn. Bro. Also, Michael oder Michael, ich weiß nicht, wie man ihn so ausspielt. Gegen den hat Zipper gerade gespielt, Freunde. Demirovic. Oh, ja. Wie viel hat Marton gespielt? Der Mann führt 1-0. Ich spiele gegen den Gewinner? Ist da als Klocks am Werk oder so. Spielst du gegen den Gewinner von Marton? Als ob Marton noch drin ist. Er führt 2-1, Digga, er führt 2-1. Guck mal, der hört sich auch... Ja, ja, was denn? Der macht es für die Hälfte. Ist dahinter. Der Coach den. Der hat den Controller da. Der hat mitgespielt, der ist schon rausgeflogen, glaube ich. Nee. Digga. Dann haben wir Marton weg. Dann sind wir... Halbfinale. Tom Kraus ist noch drinne. Warte mal. Marte, du bist jetzt weiter, du spielst gegen den Gewinner von dem Spiel. Ja, 3-1 für Marton. Noah und Benko, da weiß ich nicht, die streamen beide nicht. Ich glaube, die streamen auch beide nicht, oder Mods? Ja, perfekt. Wer denn? Ja, Digga, ich weiß nicht, wer das ist, weil die sich immer anders nennen, Digga. Crackmuck16, perfekt. Warte. Guter Mann. Guter Mann da. Gegen wen hat Willi Bob verloren? Tom Kraus hat 6-1 gegen Rilin gewonnen und spielt jetzt gegen Sandro Lauper. Sandro Lauper gegen Tom Kraus, Freunde. Willi, wie hieß dein Gegner? Herr. Willi kann gerade nicht, Willi ölt gerade gegen mich rein. Pelle 06, wa? Lockel P. Sandro Lauper. Fußballprofi bei Young Boy. Meine Fresse. Young Boys Bern. Gerade ist ein Giveaway am Start, Freunde. Hashtag 50er in den Chat. Like auf den Stream da lassen und mir auf Instagram folgen und natürlich diesen YouTube-Kanal abonnieren. Dann seid ihr dabei. Dankeschön für 27.000 Zuschauer, Freunde, um 23 Uhr unter der Woche. Vielen lieben Dank. Tom Kraus wartet jetzt auf seinen Gegner. Das Problem ist, ich kann nicht mit allen schreiben, immer so. Achso. Wir gucken Marton zu, Jungs. 3-2. Marton soll gewinnen, Mann. Er macht Zeitspiel. Guck mal, wie er spielt. Oh mein Gott. 50. Minute, der dribbelt da mit dem Innenverteidiger rum. Ja, muss der Gegner aber was machen. Denn? Er sieht ganz Schönheitspreis. Ey, ich will doch nicht gegen ihn spielen. Aber was holt denn Marton so? Junge, die Dardai sind eine ganz unbegabte Familie an der Konsole. An der Konsole, sagst du? Ja, die werden auf dem Platz, aber sonst... Hä? Digga, ich glaube auch, da leckt es so krass bei denen. Da Palko knabbert da irgendwo in der Internetverbindung rum. Der spielt ihn so in die Karten. Und der Palko hat da den Controller hinter dem. Warum spielt Palko überhaupt nicht mit? Aber Marton. Er hat nicht gespielt, er hat 6 Mal so bekommen. ich musste einfach Palko für die Weekend League qualifizieren. Guck mal, hier was denn? Oh, fast 3-1. Ja, was ist denn los, Chat? Der Illegaler Cup hat eigene Gesetze. Das Giveaway geht noch 2 Minuten, Freunde. Ich musste einfach Poco für die Weekend League qualifizieren, weil dafür zu schlecht war. Wann war das? Vorletztes Jahr. Perfekt. Oh, 4-2, Marty. Das Ding ist durch. Guck mal, und das sind Emotionen. Guck mal, 5er Kette. Ja, ich bin 5er Kette. Ey, ich will nicht gegen ihn spielen. Ich bin 5er Kette. Gutes Oberleder. Gegen wen spielt Martin überhaupt? 5 Euro von Vamosh Krich. Sag mit Cristiano Ronaldo, Vamosh Krich und Bruno Fernandes. Bist echt ein bester Livestreamer in dieser schweren Zeit. Danke, dass du das machst, Kuss. Christian, Honat, Vamos, Krisch, Bruno Fernandes. Dankeschön.
Matt Collins, keine Ahnung, wer es ist. Ich schreib mal kurz Porco. Ich schicke ihn Snap. Kufi mal FaceTime. Bei manchen Spielen, Freunde, streamen die halt nicht, deswegen kann ich nicht alle Spiele mir angucken. Ja, ich ruf mal Porco kurz. Tom Kraus spielt jetzt gegen Sandro Lauper, so, das können wir uns angucken. Porco, Marathon können wir gegen Sydney gucken. Die streamen nicht. Da weiß ich nicht, wer gewinnt. Beide streamen, glaube ich, nicht. Ja. Es sind nur noch drei Streamer oder so drin. Marco, nee. Ja. Oliver Batista Meyer ist auch noch drin, ne? Tom Kraus ist im Spiel, Freunde. Tom Kraus ist im Game. Tom Kraus ist im Game. Ich gebe euch noch eine Minute Zeit, Freunde. Hashtag 50er, diesen YouTube-Kanal abonnieren, Like auf den Stream da lassen und mir auf Instagram folgen. Dann könnt ihr eine 50er PSN-Card gewinnen. Eine Minute habt ihr noch. Sorry. Tom Kraus spielt gegen Sandro Lauper, Fußballprofi von Bern. Young Boys Bern. Tom Kraus schon 30-0 geholt, Freunde. Ist der mit der Favorit dieses Turniers. Nasim rausgeflogen, Dabur rausgeflogen, Bebu rausgeflogen, Mocky rausgeflogen, Schlotterbeck rausgeflogen. Das ist krass, ich schwöre, das ist krass. Schlotti ist auch richtig gut normal. Ja, Digga, die holen alles, Freunde. Jeder, den ich gerade. Aber Schlotti hat kein Ultimate-Team, habe ich gelesen. Jeden, den ich gerade vorgelesen habe, der holt so, der hat schon Elite 1 geholt. Friede braucht einen, der mal die Schultern locker macht bei mir. Sunny. Okay, Freunde, wir losen das Giveaway auf. Gewonnen hat Samuel Heim. Samuel Heim, du hast eine Minute Zeit, deinen Instagram-Namen in den Chat reinzuschreiben. GG, Samu. Streamt Tom Kraus eigentlich? Ja, ich guck gerade seinen Stream. Okay. Tom Kraus, du und Marathon seid die einzigen, die noch streamen, Digga. Aber du kannst im Finale gegen Tom Kraus sein. Glaube ich, theoretisch. Ich sag, Marathon marschiert durch. Sagst du, Marathon vollkommen da vorbei? Costa Rica, wie bei der WM damals. Costa Rica. So, ein Underdog, Freunde. Unita. Ja, ich könnte, wenn schon, erst im Finale auf ihn treffen. Jetzt Marathon, danach Christian oder... Christian, wer sind die beiden? Noah Auber und... Achso, Noah, oh mein Gott, Noah Okafor. Der ist auch noch drin, Elite 1, aber Unita. Er streamt halt nicht. Ja, ich bin gegen Benko Sabani. Tom Kraus liegt hinten. Digga. Let's go. Das ist dein Gegner, Momo, ne? Meiner ist dieser Christian. Achso. Christian, der spielt jetzt gegen Noah oder Sandro Benko Sabani. Sandro ist ein richtiger Öler, Freunde. Sandro führt 1-0 gegen Tom Strauß. Tom Kraus, perfekt. Tom Strauß. Tom? Ach, scheiße. Das Ding alles gut, Eli, ich weiß, was du meinst. GG, Willi. Und nach dieser Runde, Freunde, gibt es, nach dieser Runde gibt es... Ey, Junge, guck mal kurz, Poco, sein Stream. Ey, Marathon, es leckt so krank. Ja, ich weiß. Gameplay. Der Palco hat da seine Finger am Spiel. Ja, ich rufe ihm FaceTime an, er sagt, Poco, mach mal aus, wegen Internet. Junge, das wird gleich so schlimm. 15. Gegen Fünferkette und Leggen. Perfekt. Wenn du aber die nächste Runde gewinnst, dann wird es erstmal haarig, an jemanden vorbeizukommen, weil das Best of Two ist. Hin- und Rückspiel wird zusammengezählt. Oh, ist doch cool. Ja, ist ja auch cool. Für mich besser. Also ich mag das mehr. Junge, Tom Kraus liegt 2-0 hinten. Ich krieg einen Anfall. Er sagt, let's go, du scheiß Augenleger. Der spielt 4-1-2-1-2. Digga, wie heftig. Das ist echt krass, Chat, ne? Real Talk, ihr merkt es an meiner Stimme. Meine Finger kribbeln. Ich mach mal hier Why Always Me an. Für die Oldschooler. Oh. Unita. An alle, die mich hier noch nicht kennen, Freunde, ich bin E-Sportler und Content Creator bei Hertha. Wir veranstalten heute ein FIFA-Turnier nur mit Fußballprofis. Es sind schon 20 oder so rausgeflogen. Das ist das erste Mal, dass sowas gemacht wird. Ist ein bisschen hektisch, muss ich sagen. Ist nicht so organisiert wie bei dem E-Sportler-Turnier, weil halt die meisten nicht streamen oder nicht so viel Ahnung von Stream haben. Und das immer nicht so einfach ist, mit denen zu managen. Aber denke ich, das ist auch mal cool, dann seht ihr mal so die Profis, wie die so zocken.
waren ein paar Erstligaspieler dabei. Es ist auch einer, Freunde, der bei Salzburg spielt. Der ist auch noch drin im Turnier. Der spielt morgen gegen Bayern. Aber der streamt halt nicht, weil er im Hotel gerade ist. Oliver Batista Meyer, auch ein Öler, Freund. Der spielt jetzt, glaube ich, gerade gegen... So, Mods. Lauper mit Facecam. Zeig mal her, Digga. Der Mann, Digga, der kriegt einen Shoutout von mir. Den folge ich jetzt so rein. Der führt hier 2-0 gegen Tom Kraus. Und guck dir meinen Stream an. Der hat 28-2 geholt. Ich krass. Ja, ich schwöre. Digga, jetzt verstehe ich das alles. Er führt gegen Tom. Ach so. Er führt 2-0 gegen Tom. Dein Gegner? Er hat 28-2 geholt. Junge, wie gerade ist sein Rücken? Der Mann versteht keinen Spaß. Der Mann ist so angespannt. 17.000 Leute. Gar kein Freundschaftspreis. Der Mann hat davor Yoga gemacht. Der Mann weiß ganz genau, wo es heute lang geht. Der Mann weiß ganz genau, was er vorhat, Freunde. Der Mann weiß ganz genau, was er vorhat. Carlos Alberto in der Innenverteidigung mit Blanc hat er. Oh mein Gott. Und Johann. Der Mann ist heute früh auf. Wer? Sandro Lauper. Sandro Lauper, Fußballprofi bei Young Boys Bern. Digga, der hat eine Mission, der Mann. Der hat eine Mission, der Mann, Leute. Genau, ganz klar. Tolisso und Davis sind schlechte Ausrede mit Champions League, wenn einer von Salzburg mit... Ja, aber Freunde, solche... Stellt euch mal vor, das kommt raus oder so. Ich kann das schon verstehen. Digga, ist das eine verölte Scheiße? Das könnte hier ein Qualifier sein. Ich sag dir so, wie es ist. Ich liege dich. Der Mann versteht gar keinen Spaß mit Headset. Der Mann versteht gar keinen Spaß. Nein, Körperhaltung. Körperhaltung ist eine Eins. Das ist eine Eins. Die ist so gerade. Freunde, aber unterstützt den Mann mal. Lass dir mal bitte bei denen ein Follow da. Der macht hier, der streamt mit Facecam, mit Overlay, Digga. 28.2, der Mann ist hinterher. Mods, haut mal seinen Link hier bitte rein. Könnt gerne mal reinkloppen und dem Mann mal folgen. Das verdient Respekt, Freunde, finde ich. Push, beschleif und stream. Er hat auch YouTube, Digga. SML30. Guck das mal. Der Mann, seine Körperhaltung ist eine Elite 1. Das zeigt alles. Ich sag's dir so, wie es ist. Warte mal. SML30. 10 Abonnenten. Keine Güte. Okay, Martin, ich warte. Abos, folgt ihr mir wenigstens? Folgt mir nicht mal. Ich leite jetzt Martin ein. Was denn, Eli? Ja, ist doch okay, Digga. Jan Krause, ja, gegen Oliver. Dann nimm das Preisgeld mit und verpiss dich wieder. Ja. Na, wer nicht mit dir zusammen ist. Digga, der ist nicht hier, um Freunde zu finden. Der Mann ist nicht hier, um Freunde zu finden. Der will die Trophäe, der will die 2K und dann geht er nach Hause und sagt, der war zu groß, ich hab das Ding nach Hause geholt. Ist mir doch egal, ob ich in Folge oder nicht. Der gehört 2K, Schweiz versteuere ich nicht. So war das. Der kreist sich die Kröten, Young Boys zahlt nicht gut. Der hat auch ein Abo bei FIFA Gaming, ja, der hat ein Abo bei FIFA Gaming, bei Eli Geller aber nicht. Hä, wie heißt Marathon? So hier, oder? M-Dadai 8. Doch, das ist eigentlich. Freunde, Batista, Chat, Batista spielt gerade gegen Noah, ne? Gegen den Salzburg-Profi. Oder bin ich lost? Da steht's 1-1. Digga, anscheinend kann der auch was. Batista, Freunde, Oliver Batista Meyer spielt bei Heerenveen. Hat schon die Champions League geholt. Digga. Der Mann hat auf jeden Fall die Champions League geholt. Das kann niemand, kann da was gegen sagen. Der Mann hat schon die Champions League geholt. Beim Eli Geller Cup, Digga. Macht sogar hier, was denn? Swipe up, was ist das für ein Ehrenmann? Super sympathisch. Ja. Super sympathisch. DFB-Pokal, Freunde, hat der Mann geholt. Die Bundesliga hat der Mann geholt. Die Champions League hat der Mann geholt. Digga, was ist denn los, Chat? Und der holt ja auch den Eli Geller Cup vielleicht. Der Mann holt sich auch vielleicht den Eli Geller Cup. Momo Mulle ist auch noch da bei Paul Martin. Er liegt aber 3-1. Ich denke gerade, wer ist der alte Mann, dachte ich gerade. Ich schwöre. Irgendein Onkel. Das war nicht Laupers YouTube-Account, Bro. Okay. Aber das habe ich eigentlich so geschrieben. Das ist sein YouTube-Kanal, sag mal. Er folgt mir, Ehrenmann. Das ist der YouTube-Kanal von ihm. SML30. Er folgt mir. Elias N97, Cheesy Schubesch, die Crew, richtiger Kevin, Broski. Ja, okay, Freunde, merkt er hier, ne? Wir haben 340.000 Abonnenten geknackt. Dankeschön für den Support, Freunde. 1-1, Momo.
Steht's bei dir? Spielst du schon gegen ihn, Sidney? Nee, ist was anderes. Momo, 1-1. Lauper Abseits-Tor. Sollen wir mal wieder rüberschalten, Freunde? Frag mal, wie wir gespielt haben. Ach so. Nein, gewonnen. Fein. Digga, Lauper, der Mann haut hier gerade Tom Kraus raus. Hat sich sogar gereimt, perfekt. Ich finde das so heftig, ne? Und achtet mal drauf, wie die spielen, Freunde. Das ist wirklich Qualifier-Niveau. Also die könnten theoretisch bei den Qualifiern mitmachen, weil beide schon die Liga 1 geholt hat. Warte mal. Immer noch 2-0. Nice. Marathon. Okay. Ja, ich hab meinen Gutes genannt. Profil, wir, dankeschön. Der Mann ist so stark, der spielt gut. Denke, Mo Auber macht huges Videos. Danke, Mo Auber. Wenn du gewinnst, dann Halbfinale, oder? Hä? Ja. Der Mann hat dir nicht gefolgt, bei dir weiß ich nicht warum, mein Freund. Zu Recht. Wegen wo haben die ganzen Schlitzer hier am Start? Das ist wirklich so. Das sind die besten Taktiken. Das ist die beste Formation. Das ist halt doch einfach. 30-0. Fast 3-0. Lass die bis raus, Leute. Neymar, Digga, 4-2-3-1, Öler. Okay, Jungs, bemüht. Digga, ich Junge, wieder Zweierping. Digga, dann liegt's vielleicht an dir, Sidney. Dreier, Vierer. Also Martin hat ja sowieso... Digga, das spielt so gut, ja, das spielt echt gut. Was geht's, aber bin heute spät dran. Kein Ding, Winterspeck. An alle, die was verpasst haben, es ist ein reines Fußball-Profi-Turnier. Wir sind gleich nach der Runde, kommen die Halbfinals. Also der Gewinner ist hier das erste Halbfinale. So, Sidney spielt weg. Ja, Sidney spielt jetzt gegen Martin im Viertelfinale. Batista ist im Viertelfinale. Und er macht das. Elfer. 2-1, Digga. 2-1. Elfer. Das wird hier ein spannendes Ding, Freunde. Das wird eine enge Kiste. Ausrufezeichen Medion, Freunde. Da kommt ihr zu meinem Partner. Ihr spart 5%, wenn ihr da was kauft. Ich zeige euch gleich auch die Seite, wo ihr euch anmelden solltet und sowas. Kurs geht raus für 26.000 Zuschauer. Ach, kein Elfer, lol. Das sind Zahlen, Freunde, das ist der Wahnsinn. Wirklich, dankeschön, weiß ich sehr zu schätzen. Was soll ich jetzt machen? Bei Batista kurz rüber schnuppern, sagt ihr? Das sieht gut aus. Oh. Aber es sieht sehr, Digga, der macht so Druck, Hilfe! Oh, ein Dreckspass. Drecksballannahme. Alles dreckig, was da gerade passiert ist. Alles dreckig. Digga, wie ruhig und ekelhaft. Ich bin 2-1, Chat. Eier flattern, da geht's richtig los. Wie los, Hilfe geht. Mo, was erwartest du? Guck mal, er hat 28-2 geholt. Der Mann weiß schon, was er macht. Aber er ist vielleicht ein bisschen nervös beim Edi Geller Cup. 2000 Euro Edi Geller Cup. Guck mal, wie der Mann drückt, Digga, Tom. Tom versteht keinen Spaß da. Tom versteht keinen Spaß. Krank. Ich bin gespannt. Ach so. Spenden und so sind heute ganz schlecht vorzulesen, Freunde. Aber ich sage euch ehrlich, er sagt, du bist lost, du Eierkopf. Ach, ich bin lost? Warum? Wir meinen dich. Warum bin ich lost, hä? Illegaler Cup heftiger als WL. Ja, normal, Digga. Illegaler Cup besser als CL. Kompliment, wirklich geile Turniere. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Heute ist es viel schwieriger als letzte Woche. Ja, weil du einen Fußballer hast. Ja, und ich weiß, das größte Problem ist, ich weiß voll oft gar nicht, wer gegeneinander spielt, besonders in der ersten Runde, weil die sich alle genannt haben 42playboy-17. Digga, woher soll ich wissen, wer das ist? Und dann streamen die auch noch nicht und dann ist es voll anstrengend. Es dient der Unterhaltung. Guck mal Sidney zu, der Mann hat ein bisschen flattern, glaube ich. Warte, aber hier ist gerade ganz intensiv, okay, Digga. Okay. 2-1, 80. Minute. Elfer gehalten von... Ach so, Digga, hat Elfer gehalten. Ich hab's gar nicht gesehen, Digga. Ich hab gar nicht hingeguckt. Weil ihr mich voll labert, ihr Knechte. Und jetzt Zwiebels. Das werden... Digga, ich weiß nicht, ob Sandro Lauper schon mal in der Hölle war. Und wenn nicht, dann weiß er jetzt, wie sich das anfühlt, die nächsten 9 Minuten. Weil er muss durch die Hölle in den nächsten 9 Minuten. Weil Tom Kraus, Digga, der Mann versteht keinen Spaß. Der hat da jetzt alles nach vorne geschmissen.
Ich sag dir eins, Eli, mit der Körperhaltung stürzt den niemand. Doch, Digga, Tom Cruise stürzt ihn. 2-2. 2-2, ich schwöre, 84. Ich hab's gesagt, Freunde. Ich hab's euch gesagt. Das ist hier nichts für schwache Nerven. Nerven mit M. Big Brain Eddie Geller. 2-2, stark gespielt, Digga. Krass gespielt, aber das. Wahnsinn. Wir können jetzt hier gerade nicht wegschalten. Warte, ganz kurz, wie viel steht's bei den anderen? Sydney 0-0. Okay, habe ich auch auf dem Schirm. Okay, er spielt gegen Noah, glaube ich, Freunde. Ich weiß es nicht, ich kann es euch nicht sagen. Ich glaube, Batista ist rausgeflogen. Der von Herrenwehen. Er ist jetzt hier rausgeflogen, Freunde. GG's auf jeden Fall. Kriegst einen Follow von mir, könnt alle dann nochmal vorbeischnuppern. Wir gucken hier weiter. Batista Meier raus, aber gegen wen ist er rausgeflogen? Was sind das für Teams, die beiden haben? Digga, das sind Fußballprofis, mein Freund, die bekommen alle drei Icons geschenkt, jetzt Zwiebels. Die haben sich alle anscheinend Ronaldo, R9, Cruyff und so geholt. Also EA, an alle, die das nicht wussten, EA schenkt jedem Fußballprofi drei Icons. Ich kann dir auch sagen, warum die das machen. Damit die Bock haben, das Spiel zu spielen und dann ist es ein bisschen Promo für die, weil es immer cool ist, wenn die Profis zocken, bla bla bla. Da geht's jetzt in die Verlängerung, Freunde. Boah. 94% Ballpassgenauigkeit. Digga. Die haben Passtraining durchgemacht, die Männer. Wirklich. Mit der Körperhaltung sagst du, verliert er kein Spiel? Nee, das ist nix. Ich glaube, der hat sogar Schulter. Wie nennt man diese Polster an der Schulter? Weiß was ich meine? Hio mit 5 Euro, Moin Edi, ich wollte einfach mal Danke sagen, dass ich jetzt schon seit dein, was? Moin Edi, ich wollte einfach mal Danke sagen, ich schaue dich jetzt schon seit deinem Platz 1 der Weltvideo mit Jordan, versüßt mir jeden Abend, Kuss. Dankeschön, mein Freund, für den Fünfer. Gegen wen ist Dabur rausgeflogen? Digga, der ist in der ersten Runde rausgeflogen. Ich glaube gegen, warte mal. Ich habe nicht alles im Kopf, muss ich sagen. Dabur ist in der ersten Runde rausgeflogen. Friede 1-0. Ich weiß. Friede 1-0? Ja. Was denn? Sehr gut. In der 39. Großer. Lattenkracher von ihm. Mo, Dabur ist einfach in der ersten Runde rausgeflogen, ne? Mhm. Irgendwann gibt's keine 3 Icons mehr und Spieler buttern 20k rein, weil reich, ja, das stimmt. Hast du schon ein Icon-Pack gemacht? Nein. Namadi U19 BVB. Aber der hat schon einen Profivertrag, ne? Okay. Ach, der, ja, stimmt. Ich kann mich daran erinnern. Der hat schon einen Profivertrag beim BVB. Guter Ball. Guter Ball, großer. Lüpfen musst du. Oh, er hätte lüpfen sollen. Er hätte lüpfen sollen, Chat. Moin, Geller, moin. Inzwischen Profivertrag, oder? Ja, er hat inzwischen einen Profivertrag bekommen. Es gab nur einen, der keinen Profivertrag bekommen, der kein offizieller Profi ist und der mitgemacht hat, das war Rilin. Der ist U19-Spieler bei Borussia Dortmund. Hey, den kennen wir doch. Ja, der Kapitän von Dream Chasers. Nein, das ist dein Spieler. Das ist dein Spieler. Ja, der Kapitän, Digga, von Dream Chasers, sag ich doch. Geil. Deswegen durfte der Mann ja auch mitmachen. Lüpfen. Mega cool. Wie geht's dem Großen, weißt du da was? Gut. Wusstest du, dass die das alle gefeiert haben, wie wir drauf reingeht haben? Ja, Zwiebels. Mit Nelson Semedo. Hä, was sucht Nelson Semedo da vorne? Auch mal was anders machen. Boah, ist das hier ein verödetes Game. Ist das hier ein verödetes Game. Ich wär so sauer. Einer von den beiden hätte nach dem Spiel eine Meldung kassiert. Ja, wirklich. Es man darf auch nicht vergessen. Ja, ja. Es geht um 2000 Kirschen, aber das ist zu viel. Das also, was ich da sehe. Freunde, der Gewinner kriegt alles. Das heißt, wenn du ins Finale kommst und das Ding verlierst, kriegst du einen feuchten Händedruck. Es gibt nur einen Gewinner. Die jucken nicht so, glaube ich, so krass die 2000 Euro, aber es ist halt trotzdem cool. Weil hier wurde gesagt in dem Turnier, es ist nichts mit, oh ja, ihr habt gut gespielt. Und ihr macht mit wegen Charity-Event und bla bla bla, ihr werdet dafür bezahlt, sondern es geht hier wirklich ums Ölen.
So wie das Elias hier gerade gesagt hat, stimmt das. Es geht einfach nur ums Ölen und ein bisschen Löten zeigen. Ja. Freunde, wenn ihr noch kein Like da gelassen habt, 20.000 Likes ist auf jeden Fall das Ziel von diesem Stream. Lasst ihr ein Like da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Abonniert den Kanal. Alle 2 Wochen gibt es ein Edi Geller Cup. Der nächste wird in 2 Wochen da sein. Die kommen mega krass an, die Videos. Wir waren hier, glaube ich, immer so 25.000 Zuschauer. Digga, das ist. Obwohl die Champions League auch am Start war. Oh! Hier gibt's einen Disconnect vielleicht. Oder Edi Geller hat. Nee. Boah. So ein Krimi. Ich dachte, Freunde, das Ding hat sich erledigt. Sollen wir ganz gucken, wie viel es bei Sydney steht? 1-1. Sydney 1-1? Ja, der Mann. Digga, mit Barton da, ey. Sydney raushaut. Dann lach er wirklich. Die Reaktion von Sydney will ich da mal wissen. Der wird dann eine Krawatte haben. Klar, aber Sydney holt das. Der ist so gut. Warte mal. Aber Tom Kraus, also das, was ich sehe, hat ihn. Wo ist so ein 50-50-Game? Eigentlich muss der Mann gewinnen, der streamt, ne? Oder streamt auch beide Tom Kraus? Beide streamen. Okay. Aber er streamt halt mit Facecam. Elfer. Oh! 11 Meter. 11 Meter, Chat. 11 Meter, ich glaub's nicht. So ein CPU. Mitte. Ich hab euch gesagt, Mitte. Ich bin der Allererste. Und jetzt wird's haarig. Chat. Jetzt wird's haarig. Ich gönn Sid den Win. Ja, ich hoffe eigentlich auch, dass Sidney weiterkommt. Was hältst du davon, dass du dann Sidney da mal so 2000 Tacken beweisen müsstest? Digga, das ist ja nicht mein Geld. Ja, aber so vom Gedanken, dass der Mann da. Ja, wenn der Mann sich da bei Willi Geller Cup durchsetzt, Willi, was soll ich, dann hat er es gemacht. Ja, okay. Sandro Lauper vor dem Aus, ja. Kore und Atta, ich will euch nicht nerven, aber ich brauche übrigens morgen ein Video davon hier, ne? Ein Best-of. So ab den Viertelfinale, Halbfinale, so in der Art. Gut so, Luca. Ich sag euch gleich, ob ihr genau die PlayStation 5 gewinnen könnt. Freunde, das dürft ihr nicht vergessen. Also ich sag euch mal, was Medion macht. Medion gibt, sponsert das Ding, 2000 Euro kriegt der Gewinner. 2000 Euro kriegt ihr in Wert von, also, weiß nicht, PCs, PlayStation 5. Und ihr müsst nicht Hashtag Gewinnspiel oder irgendwas reinschreiben. Ihr müsst einfach nur Abonnent dieses Kanals sein. Und ihr müsst euch bei den Newsletter bei Medion anmelden. Das ist aber umsonst. Warte mal. Guck mal, der versteht gar keinen Spaß. Boah. Tom Kraus ist im Halbfinale. GG's aber. Tom Kraus ist im Halbfinale. Der hat gut gespielt hier, Sandro Lauper, muss ich sagen. Der hat 2-0 geführt. Kriegt in der 85. das 2-2. Das ist eine bittere Pille. Aber so ist das FIFA-Geschäft, Freunde. Tom Kraus, enge Raute. Sidney hat eine Badehose an. Mach die doch auch, wenn die so leise Musik ist, die Musik. Mach die doch aus, wenn die schon so leise ist, die Musik. Ist die leise, Koray, oder verarschst du mich? Was hast du gesagt, Willi? Eli, Sidney hat eine Badehose an. Hat der Mann eine Badehose an? Ja, der geht nach Mykonos wieder. Der Mann schwimmen, oder was? Ja, oh Mann, Digga. Ich krieg einen Anfall. Also Freunde, ganz kurz nur. Hier müsst ihr euch anmelden. Das Ding ist vom Medion. Ihr könnt eine PlayStation 5 gewinnen. Checkt das mal ab, Freunde. Fast 30.000 Zuschauer sind hier gerade am Start. Ihr müsst euch hier anmelden mit eurer E-Mail-Adresse. Mein Gott, Eli, was passiert hier? Schwimmt der Mann? Da wurde gerade gegen die Latte geschossen. Achso. Friede, aber jetzt geht was macht Messi da? Also, Digga, das sieht nach einem ganz schlimmen Gameplay aus, ne? Oh, warum geht er nicht nach oben? Warum ist er nicht nach oben gegangen?
Long versteht da keinen Spaß? Ja, ich mach da jetzt hartnäckig. Warte mal, der schwimmt! Der schwimmt! Oh, Eli! Der ist ein Schwimmer weg! Eli! Eli! Sidney Friede ist rausgeflogen! Digga, 90. Oh mein Gott, Sid! Digga, Sid. Die kann ich verlieren! Ja! Er spielt aber mies gut! Ohne Sinn! Ach, ich versuch nochmal 90. Die Junge, weiß nicht, du kannst das, glaub an dich, ein Angriff! Kann doch nicht sein, dass Sidney auch eine Badehose anhat. Digga, ich sag dir ehrlich, ihr kommt alle mit dem Druck nicht zurecht. Ihr kommt, glaube ich, alle mit dem Druck nicht zurecht. Ich bin auf. Ja. Ich bin auf. Mit der Nächste, mit der Krawatte. Digga, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann ich verlieren? Gegen Marton. Es war nicht mal unverdient. Sidney Friede auf, der Nächste mit der Krawatte, Freunde. Sidney Friede, der Nächste mit der Krawatte. Digga, ich glaub's nicht, ne? Ich glaub's nicht. Marton Dardai steht im Halbfinale des Edelkeller Cups. Ich krieg einen Anfall. Ich krieg einen Anfall, Chat. Ciao, ciao, Sid. Also sag's immer wieder, dieser Cup, Digga, der schreibt seine eigenen Regeln. Also was ich sagen wollte ist, ja. Ihr müsst euch hier anmelden beim Gewinnspiel, Freunde, mit eurer E-Mail-Adresse. Ist umsonst. Meldet euch bei unserem Newsletter an, um Edelkeller Cup. Und ihr könnt wirklich einen Gaming-PC, eine PlayStation 5 und Monitore gewinnen, Chat. Also, das lohnt sich. Und das ist umsonst, wie gesagt. Das ganze Ding ist gesponsert von Medion. Checkt die auf jeden Fall ab. Marton Dardai ist im Halbfinale, Freunde. Du bist ein Tier. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Tom Kraus, Marton Dardai. Digga, ich bin ein bisschen sprachlos, ne? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich mache hier eine traurige Musik an. Ich bin auch ein bisschen schockiert, ne? Jordan raus, Willi raus, Sidney raus, Dabur raus, Schlotti raus. Digga, Mocky raus. Es ist so heftig. Das liegt an diesem Cup, ne? Es ist dieser Cup? Es ist dieser Cup? Wer ist jetzt im Halbfinale, Digga? Ich muss mir das jetzt mal angucken. Tom ist gegen Julusch. Ja, Digga, was soll ich dir erzählen, Julusch? Es ist, warte mal. Die nennen sich halt nicht so, Digga. Und dann ist es immer so krass schwer für mich herauszubekommen, wer das war, Freunde. Das könnte er sein. Zockt bei Darmstadt. Oder Meppen. Der Mann hat ein Leben. Der Mann führt ein Leben auf Bali mit Girlfriend. Ja, Chat, was? Es ist hier kein Tanzverein. Was soll ich euch erzählen? Digga, es ist nur noch Tom und Marton sind aber zwei. Warte mal. Ich bin gerade ein bisschen überfordert, Chat. Who is it im Discord? Der ist im Discord, der redet nur nicht, der hat eine Krawatte. Gute Nacht, Eli, hau rein, Ricardo. Wo ist dein Nackenkiss? Wir müssen gerade, Freunde. Der war mal bei Werder, okay. Ich bin überfordert. Also, wie gesagt, Marton Dardai. Bist du auch nicht, ne? Was?
Da passieren hier gerade auch Sachen, mit denen hast du auch nicht gehört. Nein, Digga, ich bin sprachlos. Marton, Dardai und Tom Kraus sind die einzigen beiden, die jetzt noch drin sind und streamen. Es sind alle Favoriten rausgeflogen, außer Tom Kraus. Hier wird gerade Geschichte geschrieben. Tom Kraus ist Fußballprofi bei Nürnberg und Marton ist Fußballprofi bei Hertha. Sid, wie geht's dir? Krawattig. Nur Tom und Marton streamen noch. Aber die sind beide ein Glück im anderen Halbfinale. Das heißt, wir haben safe den Stream vom Halbfinale. Von dem Finals. Was ist diese Harry Potter Musik? Das ist traurige Musik für Sydney. Hä, aber wie hat er gespielt? War er gut? Er war defensiv so gut, Hilfe. Ich kam nicht mal mit Übersteigern durch. Digga. Der Mann ölt hier rein. Ich finde das so super, ne? Freunde, der ist mit einem Mindset in dieses Turnier gegangen. Ich zeig euch den Chat. Der ist mit einem Mindset in dieses Turnier gegangen. Und hat sich gedacht, was denn? Was ist denn? Er hat geantwortet und schreibt, hat dich auf den Sturm. Stark. Turnier, Herz. Melde dich an, mach ich. Mein Twitch-Kanal. Versuche jetzt alles einzurichten. Zack. Ohne viel zu reden, Freunde. Mach dem Mann die 10.000 Abonnenten voll. Digga, ich finde den so sympathisch, ne? Der hat sich hier angemeldet und hat Trainingslager für den Edigella gehabt. Der hat sich hier angemeldet und dachte sich, was denn? Was ist denn los, Chat? Der hatte vor ein paar Tagen sein Profidebüt. Vor 3 Wochen. Der ist auch sehr jung, Freunde. Ich glaube, der ist 19 oder 18. 19 oder 18. Mach dem Mann hier mal die 10.000 voll. Und Hashtag Believe unter sein letztes Bild oder so. Mach dem Mann die 10.000 voll, Freunde. Ich finde das so super, ne? Ich finde das so geil. Das ist der Mann, der hat einfach so. Ja. Willi hat sich in der ersten Runde verabschiedet, Freunde. Der hat ihn danach gebracht. Ist irgendwas Erwähnenswertes passiert? Davut Berlin, es sind alle Favoriten rausgeflogen, außer Tom Kraus. Die müssen sich jetzt alle gegenseitig anmelden. Was? Hat dieser Tom noch gewonnen? Vielleicht ja, Tom hat noch gewonnen, ja. Spiel gedreht. Boah. Ich hab mit dem Finale mit dir gerechnet wie kein anderer. Es ging Tom Kraus, dann verlierst du. Ich hab im Halbfinale auf jeden Fall gesehen. Ja, im Halbfinale habe ich Sydney auch gesehen, Digga. Safe. Ich hab mir gedacht, okay, Finale, vielleicht dann Feierabend. Das ist der Wahnsinn. Tom sehr souverän, finde ich auch. Eli, ich lese hier gerade raus. Nein, ich habe eine Spende. Das war eine Spende, ich weiß schon, was das ist. Okay. Das war eine Spende, halt dich bedeckt. Ja, ja. Eli, seid ihr die. Nein, ich lüge nicht hier. Jemand hat gespendet. Warum kann Marton FIFA spielen? Ja, das ist echt krass. Freunde, aber generell die Spenden, ich habe nicht alles auf dem Schirm, aber lasst hier gerne, ich weiß nicht, wie viele Likes wir haben auf dem Stream. 19.500. Macht ihr die 20.000 voll, Freunde. 25.000 Zuschauer unter der Woche um 0 Uhr. Kuss geht raus. Sid und Willi morgen Krisensitzung. Freunde. Ich dachte, Willi, du kommst auch weit, ne? Ich dachte, du kommst auch weit, um ganz ehrlich zu sein. Willi, ich hatte heute so einen geilen Tag. Training ab 11 gegen 11. Dreckig gewonnen, 1-0. Was denn? Ja. Heimgegangen, gut gegessen, Nudeln. Ja. Ja, und dann, ja, kennst ja den Rest. Guck mal, hier das erste, ja, ich weiß schon. Das erste Halbfinale ist hier klar. Tom Kraus gegen JVH10. Es wird gespielt Hin- und Rückspiel, Tom Kraus, wenn du mich hörst. Tom, wenn du mich hörst. Oh, der macht immer ein ziemlich. Hin- und Rückspiel wird hier gespielt. Ich war so heiß auf Hin- und Rückspiel. Sydney ist am Boden, Freunde. Winter spielt mit 2 Euro. Die Dardais können nichts. Ja, das wurde so auch in die Außenwelt. Gegeben. Ja, aber Sydney hat eine Karma-Bombe kassiert, sag ich dir ehrlich. Sydney hat eine Karma-Bombe. Ich glaube, Sydney fühlt sich so wie ich, so nach dem 29-0, als ich verloren habe gerade. Ja, aber als ob du gegen irgendeinen Knecht verloren hast. Aber er war doch gut. Als ob du so gegen...
Jordan. Ich will Jordan, dann ist das Game, er gewinnt. So war das für mich. Chatstream. Nein! War ich offline? Sag mir nicht, ich war offline, Chat. Ich hab nicht das Gefühl, dass du offline warst. Wer wird dir der zweite Liga Kapöner? Das hat Cora geschrieben. Darf nicht online, offline. Okay, das schreiben hier welche. Ich frag mich halt gerade, warum das schon wieder so lange dauert. Das ist halt das Problem bei sowas. Martin, lad den Mann an. Lad den Mann ein. Ich glaube, die haben sich jetzt geaddet. Ich zeige euch mal deren Instagram, Freunde. Perfekt. Achso, er hat 200 Follows dazu bekommen. Freunde, macht dem Mann die 10.000 voll. Ich find's wirklich krass. Warum bist du denn da? Also, Martin Dada ist der Erste, der im Halbfinale ist. Gegen, das weiß ich gerade nicht. Tom Kraus ist der Zweite. Könnt ihr bei denen könnt ihr gerne ein Follow da lassen, Freunde. Ich kann nicht identifizieren, gegen wen er ist. JVH10. Mod, wer ist JVH10? Eli, sind das die Söhne von Paul Dardai? Ja, das sind die Söhne. Das sind die Söhne. Jordan ist schon rausgeflogen. Ich bin gegen den guten rausgeflogen. Tom Kraus gegen JVH10. Und ja, Marton spielt gegen. Gegen Noah, glaube ich. Oh, okay. Noah, Freunde, der Mann. Digga, der spielt morgen gegen Bayern. Wenn er weitergekommen ist, ich weiß nicht, die streamen nicht. Die streamen nicht. Ich glaube, Marton wird gegen ihn spielen. Der hat schon Elite 1 geholt, Freunde. Der spielt bei Salzburg. Und wird morgen gegen Bayern zocken, aber holt sich heute nochmal hier vielleicht den Eli Geller Cup. Der Mann holt sich heute vielleicht auch nochmal den Eli Geller Cup. Und ich habe jetzt noch. Warte. Okay. Tom Kraus spielt gegen Immanuel Höhn. Folgt mir gar nicht, perfekt. Achso. Der spielt bei Darmstadt, Freunde. Der Mann spielt bei Darmstadt. Und der Mann weiß anscheinend, wie man den Controller richtig hält. Der Mann wird gegen Tom Kraus spielen. Und die haben sich jetzt hier auch schon eingeladen. FC Viertel. Marton noch nicht. Ich bin so gespannt, Digga. Ich weiß es nicht. Ich bin so gespannt. Ich nicht. Wenn du jetzt weißt, wie du Carsten Janker mit dem Sub, dankeschön. Du weißt, ich weiß, Sydney, großer Bruder, ich weiß ganz genau, was du da durchmachst. Ne? Ich bin auch so unnötig raus. War dein Gegner gut? Ich möchte es nicht, wir können das Offstream mal gerne. Sag es. Bodenlos, meiner Meinung nach. Mann. Ich kassiere ein Kopfballtor von Ben Yedda, was denn? Digga, ich habe mit so viel gerechnet, aber nicht, dass ihr, also dass ich hätte nicht gedacht, dass Willi in der ersten rausfliegt und ich hätte auch nicht gedacht, dass Sydney vorm Halbfinale rausfliegt. Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass Dabur in der ersten Runde rausfliegt oder ein Nasim in der zweiten oder ein Mocky in der ersten Runde. Das ist voll heftig, ich finde das echt bemerkenswert, aber das ist einfach, soll ich euch mal sagen, woran das liegt, Freunde? Weil die sind alle gut. Die können, glaube ich, den Controller, also die wissen, wie das Spiel funktioniert. Und was man auch nicht vergessen darf, die haben alle High-End-Teams. Die haben alle Hullet R9 im Team und haben halt selber so 2000 oder so wahrscheinlich reingesteckt. Oder 1,5 oder so. Und das juckt die halt nicht. Und deswegen haben die alle so geile Teams. Und da kann man auf jeden Fall schon mal was machen. Wildes Turnier. Ja, macht echt Spaß, finde ich auch. Eh die falscher Gegner. Ich will das nicht aufladen heute. Wer ist denn weitergekommen? Gegner von Tom Kraus? Ach so, dann haben die es falsch eingegeben.
Ja, ne, den hatte ich vorhin schon. Hier, auffolgen. Der ist der Gegner von Tom Kraus, Freunde. Guck mal, aber ich mag das nicht. Also an alle Profis, die vielleicht gerade zugucken, beim nächsten Turnier einfach mal den Namen einfach eingeben, dann ist es viel einfacher für mich, weil ich kann nicht identifizieren, wer wer ist. Der Mann hat auch einen Follow von mir verdient. Der ist der Halbfinalgegner von Tom Kraus. Der spielt bei Bayern 2. Van Hacke. Nicht dieser Emanuel Höhn, okay. Batista Meier ist auch rausgeflogen, Freunde. Batista Meier spielt jetzt bei Herrenwehen, ist rausgeflogen. Es ist echt heftig. Und jetzt wird Hin- und Rückspiel gespielt. Hin- und Rückspiel. Mensch, Sidney, sei doch jetzt nicht so traurig, Rosa. Das kann noch passieren. Das war nicht der letzte illegaler Cup, den du mitgespielt hast. Nicht gegen Martin. Weil ich glaube, der kann sich jetzt so blöd voll labern. Oh mein Gott. Was passiert da? Ich glaube, du hast es ein bisschen zu leicht auf die Schulter genommen. Bist du eins in Führung gegangen? Ich habe aber normal gespielt. Ich glaube, ihr habt Tom Kraus führt 1-0. Tom Kraus 1-0. Was ist, wenn beide Streamer ausscheiden? Das geht nicht. Die sind beide in verschiedenen. Ach so, doch! Aber Tom Kraus führt 1-0. Digga, wenn beide Streamer ausscheiden, das habe ich ein Problem. Dann habe ich ein richtiges Problem. Hast du mal Vollbild und erzählst da ein bisschen was? Nee, dann. Aber sieht, ich denke mal, Tom Kraus wird hier weiterkommen. Oder? Der kassiert jetzt das 1-1. Elva? Ne, Freistoß. Shareplay ist eine 1,20-Quote. Kraus. Glaubt ihr, Kraus hat eine 1,20-Quote auf den Indigella Cup Sieg, Freunde? Boah, okay. Der hat auch R9, Digga. Die haben alle R9 und Hullet und so. Krank. Das ist so, Freunde, als wenn jeder Fußballprofi so 20 Millionen geschenkt bekommt. Mehr sogar. R9 kostet 9, Hullet kostet 7, Pelé kostet 6. 22 Millionen. Die schenken dir einfach 22 Millionen Coins. Das ist so wie 4000 Euro oder so. Kein Elfer. Sah aber nach einem Elfer aus. Chat, sah das nicht nach einem Elfer aus, sagt ihr. Wir haben die 20.000 Likes geknackt. Ich weiß nicht, wie viele Follows wir gemacht haben. Aber das ist auch nicht so wichtig, Freunde, die Follows. Warte mal. Solange ihr einen entspannten Stream habt, ich denke, das ist mal interessant hier zu gucken. Wir waren vorhin 30.000 Zuschauer. Also wieder komplett gestört. Obwohl die Champions League am Start war. Weiß es sehr zu schätzen, Freunde. Dankeschön. Meine Boote sind angekommen, wenigstens. Meine nicht, heute ist alles in den... Heute ist ein rabenschwarzer Tag für Willi Wilson. Zweimal falsch abgebogen, dieses Juventus. Jetzt schon 1,20, aber vor dem anderen mit 1,80. Ja, Marton, ich weiß nicht, Freunde, was bei Marton abgeht. Der Mann ist ein unbeschriebenes Blatt, aber hier geht es nicht weiter. Was passiert hier? Er spielt gegen Chris Führig. Digga, er ist rausgeflogen. Wie? Digga, die fliegen alle raus. Also ich weiß nicht, ob es stimmt. Marton spielt gegen Chris Führig. Bei Paderborn spielt er. Ah, er folgt mir nicht mal. Was ist das? Ich will folgen. Wie viele? Freunde, lasst ihr gerne bei Tom ein Follow. Er streamt halt ohne Facecam, ne? Das ist immer ein bisschen kacke. Aber er streamt wenigstens für uns. Er folgt mich da. Junge, er folgt mir nicht. Real 3,2 morgen. Ja, Chris hat gewonnen. Es wurde falsch eingetragen. 2-0 Tom Kraus, Freunde. Tom Kraus wird, glaube ich... Wenn, also ich kann es nicht einschätzen. Ich guck mir gleich das Spiel von Marton Dardai an. Aber Tom Kraus, Freunde, ist halt eine Maschine. Der Mann hat schon 30-0 geholt. Und Marton muss ihn zweimal schlagen. Oder halt der Chris Führig. Wer von den beiden halt gewinnt, ne? Junge, ich hätte gegen Chris Führig gespielt.
WM-Finale. Was? Was? Ja, aber kann sein. Digga, ich hab die Spiele nicht gesehen. Es kann sein, dass die sind alle nicht schlecht, glaube ich, Sydney. Du übertreibst. Tom Kraus ist wuselig, ja. Martin macht das. Kraus Handicap minus 2 sogar unter 2er Quote. Wer glaubt ihr, Chat macht das Ding? Wer glaubt ihr, macht das Ding? Traum die Ausgabe. Unsympathischer Typ. Der Mann ist so gut, was ich da mir anguck. Ja, der spielt halt wirklich wie so ein, der spielt halt wie so ein E-Sportler. Muss mir überlegen, der lag 2-0 hinten in dem einen Spiel. Digga, er lag 2-0 hinten gegen jemanden, der dieses Wochenende 28-2 geholt hat. Ja. Und eine Körperhaltung hatte wie sonst was. Der Mann war, der war in meinen Augen so ein Favorit. Ja. Digga, der hat sich durch nichts aus der Ruhe lassen. Der hat sich der. Kraus muss wegen Stream her. Ich hoffe, Kraus, also Real Talk, ich hoffe, Kraus kommt ins Finale wegen dem Stream. Weil das wäre richtig schlimm, wenn beide Streamer nicht weiterkommen. Die Geller Cup 3, schwarzes Tornetz als Prämie. Nee, also, Freunde, es werden immer, der Gewinner wird immer, also es wird immer um 2000 Euro gespielt. Ist halt nicht schlecht, ne? So wegen FIFA mal kurz mal 2k gewinnen. Gibt Schlechteres. Ägyptischer Goethe. Ich lese mal hier ein paar Follows vor, Freunde. Adam Jones, Bernd Müller, Timo der Boy, Manuel Kühn, Serium und Max haben den Kanal hier gerade abonniert. Dankeschön. Ich will Pokémon spielen. Digga, ich hab. Oh Gott, ich hab so viele Nachrichten hier gerade bekommen. Oh. Martin fängt an. Wir schalten da mal rüber, Freunde. Ich will wissen, wie er spielt. Ich Martin gewinnt. Ich will wissen, wie er spielt. Gewinner der Herzen. Guck mal, da ist jetzt die ganze Familie am Start. Digga, ist schon sympathisch. Ich sag dir ehrlich, ist sympathisch. Weil der Mann ist hier einfach reingekommen in den Illegaler Cup. Das ist wie Costa Rica, wie Momo schon gesagt hat. Der ist wie Costa Rica in dieser einen WM. FC Nankatsu. Marton Dardai, Freunde. Markiert sogar seinen Bruder hier bei Insta. Super sympathisch. Macht den Männern, Freunde. Macht Marton hier mal die 10k voll. Wirklich. Ich find das echt klasse, wie der Mann zockt. So ein Wadenbeißer. So ein dreckiger Wadenbeißer, Freunde, mit Fünferkette. Der lässt sich da nicht lumpen. Der lässt sich da einfach nicht lumpen, der Mann. Halbfinale ist das, Chat. Zwei Spiele werden jetzt gespielt. Man kriegt jetzt die ganze Zeit Freundschaft ein. Und so zum Kotzen. Marton Dardai. Marton Dardai! Abseits. Ich bin noch ein bisschen für ihn, Freunde, weil er spielt bei Hertha. Ist Profi bei Hertha. Ich bin da ein bisschen parteiisch. Was denn? Was hast du gesagt? Deine Stimme ist so. Ich liege in meinem Bett mit meinen Kopfhörern. Da ist kein Klang dahinter. Das ist. Sydney ist gebrochen, Freunde. Ich will Pokémon spielen. Sydney ist gebrochen. Sydney ist gebrochener Mann. Martin muss das Ding für Hertha holen. Oh mein Gott, Digga, was war das denn? Habt ihr das gerade gesehen? Oh mein Gott! Er muss es ausstellen mit dem. Freunde, schickt ihn keine Freundschaftsanfragen, Mann. Das bekommen aber gar nicht so viele mit, glaube ich, hier. Oh, aber das sieht auch verölt aus. Das sieht sehr verölt aus, den Gegner. 1-0. 1-0 R9. Digga, wow. Twitch von Tom Kraus, Freunde, hier. Junge, wie gut spielt er das? Digga, ich sag dir, die sind alle gut, Mann. Nicht schlecht gespielt, sag ich euch ehrlich. Toll. Gegen Chris Führe spielt er. Der Mann war bei Dortmund in der Jugend und spielt jetzt bei Paderborn. Der war auch bei Schalke. Warte mal ganz kurz, Marton Dardai?
Oh. Schön, schön, ganz ruhig. Ah, oh, du musst in die lange Ecke, Großer. 1-1 war von Donald. Und der freut sich nicht. Der verzieht keine Miene, Freunde. Fußballspieler sind so eine Schwitze. Es ist echt so, weil die das Spiel auch verstehen, Freunde. Hä, aber Sidney, ich sag dir ehrlich, das Marathon sieht so aus, als wenn er easy Elite holt. Ja, ne? Hat sich auch so angefühlt. Ich dachte, der kann gar nichts am Controller. Da dachte ich auch. Ich dachte, es ist Fallobst. Du musst ihn mal bei Fortnite oder so sehen. Der ist so wie Eli. Digga, er versteht, er spielt wirklich nicht schlecht, Digga. Ich hab gedacht, weil Sidney sich doch drüber freut, dass er dann halt... So ein abgeklärter Öler. Ja, und dann... Ja. Ja. Ich dachte auch, also Spieler wechseln und so, das siehst du ja, das ist alles on point auf jeden Fall. Er muss es ausstellen mit Freundschaftsanfragen in der Halbzeit. Und da? Super Abfuck, ja Mann, plus eins. Hört doch mal auf, Freunde, damit. Hört doch mal auf damit. Kindergarten. Kindergarten ist es hier. Was denn? Marathon ist so ein Öler. Er spielt die ganze Zeit auf Countdown so. Zeig mir jetzt, was du drauf hast. Ja, auf dem zweiten. Oh, das war hektisch. Er hätte auf dem zweiten oder irgendwie so gehen sollen. Der muss mal diese Freunde. Ja, das muss er in der Halbzeit machen. Spam es mal bei ihm in der Halbzeit dann rein. Bei Tom Kraus steht es immer noch 2-0, Freunde. Ich sag, der spielt das ruhig runter. Sagst du, der versteht da keinen Spaß? Ja, nee. Mods, Chat, guckt euch. Digga, ich schenk den jetzt einen Sub. Ich abonniere den. Ich abonniere den jetzt. Was denn? Digga, ich find den so sympathisch. Der hat aber keine Alerts, der Eierkopf. Man merkt es bei den Follows und so. Warte mal ganz kurz! Nein, Großer! Da musst du den Stand, ich muss für den Stand oder so. Digga. Der Vater von denen ist Paul da, der, ja, Freunde. Wohnen die noch zu Hause, ja, ne? Ja. Ich glaube schon. Oh oh. Oh oh, nee. Tom spielt den Stiefel runter. Was sagt Marlon? Er holt Gold 2, Gold 3 maximal. Digga, der Mann spielt gerade sein bestes FIFA, was er je gespielt hat. Attacker mit einem Follow, Lil Zio mit einem Follow, Felix mit einem Euro. Ist der irgendwie mit Paul Dardai verwandt? Das ist sein Sohn, Freunde. Paul Dardai ist sein Vater. Er sagt, jemand anders hat gespielt. Hast du mal noch gehört? Er ist überschild. Mit ganzem Gold 3, sagt er. Das kommt selbst mal unter den Spanisch vor, das kommt vielen Leuten Spanisch vor. Aber wie willst du das machen? Das geht gar nicht. Nee, der spielt doch, aber das ist halt. Der spielt sein bestes Tage da. Der spielt sein bestes FIFA, ich sag das! Die kaputt! Digga, der Mann spielt sein bestes FIFA. Der Mann spielt sein bestes FIFA. Habt ihr das gerade gesehen? Rabona? Ja. Junge, das glaube ich doch gar nicht, Sidney. Der ist richtig gut. Digga, Mann, der Mann ist ja der Allerechte. Der Mann ist doch der Allerechte. Okay, verstanden. Ja, er stellt's aus. Nicht um mir was zu futtern. Es ist der ganze Sidney Friede versteht die Welt nicht mehr, Chat. Sidney Friede versteht die Welt nicht mehr. Ich kann mich streuen nur. Sidney Friede versteht die Welt nicht mehr. Ich glaub's nicht. 23.000 Zuschauer, Chat. Kuss geht raus. Tom Kraus hat sein erstes Spiel 3-0 gewonnen, Freunde.
Tom Kraus, erstes Spiel 3-0 gewonnen. Er spielt halt leider ohne Facecam, das ist das Problem. Geht rüber zum Marathon, Freunde, lasst hier ein Follow da. Ich weiß nicht, was ihr... Macht ihr mal die 1000 Follows auf Twitter... perfekt, auf Twitch voll. Lasst hier ein Follow bei dem Mann da. Der macht das hier. Ist echt gut, Digga. Ich denke, Paul hat doch noch an Anweisungen gegeben. Paul hat da wirklich ein paar Anweisungen noch gegeben. Sehe ich doch auch an den Trikots, Ungarn-Trikots. Digga, das ist... Niemals holt der Gold 3. Niemals. Niemals, Eli. Niemals, so wie der Digga, spielt. Er spielt nicht so. Ich sehe das an den Spielerwechseln und so, Freunde. Du hättest und mal an sehen, den Spot, wie er gegen Sydney verteidigt hat. Boah. Freunde, das ist mindestens, Real Talk, mindestens Elite 2. Elite, also du siehst es. Achtet mal drauf, Freunde. Ich kann euch auch sagen, E-Sportler, ich mein's ernst, ich erkenne sowas. Wie er Spieler wechselt und sowas. Guck mal hier, nicht raufgehen. Und jetzt wechselt er wahrscheinlich gleich irgendwie. Guck mal, er macht keine Scheiße. Gold 3 Spieler wechseln ja auch komplett los, die Spieler zum Beispiel. Ne. Ne, Digga, ist das abgeklärt. Digga, der verteidigt besser als ich. Aber jetzt kriegt er 2-2. Nein, er verteidigt besser als ich. Er verteidigt wirklich besser als ich, ne? Ich meine es ernst. Und er hat halt auch ein gutes Team. Martin ist von Ajax von der CL-Saison letztes Jahr. Elder spielt unter dem Tisch. Ja. Irgendjemand von. Also, es ist echt krass. Irgendwas passiert hier? Nick Woldemade mit 20 Euro. Nick, ich habe mir dein Spiel angeguckt, als du rausgeflogen bist, großer. Nick Woldemade, Freunde, Profi bei Bremen, hat heute auch mitgemacht. Ist, glaube ich, in der zweiten Runde rausgeflogen. Und ist ziemlich kurz. Und das ist ein kurzer Typ. Der hat in der 91. das 1-1 kassiert. Ich hab's gesehen. Und dann ein richtiges Drecksgegentor nochmal geschluckt. Aber so ist es, mein Freund. Ich würde sagen, es war kein langes Ereignis, wie bei mir. Naja, der lange Aal, ja. Aber danke, Nick, dass du hier mitgespielt hast, Rosa. Freut mich. Warte mal ganz kurz. Martin Deide, der Zug hat keine Bremse. Der Zug hat, glaube ich, keine Bremse. Doch, er hat. Oder warte mal. Oh, er wollte selber auf PD. Digga, der macht es, ne? Lies meine Nachricht zu Doni, Bro. Bruder, Martin und ich, Nazio, immer im Zimmer. Der verliert jedes Spiel, holt jede Woche Gold 2 mit Schwitzen und jetzt sowas. Das hat Nick gerade geschrieben. Hä, hey, aber Nick, guck dir das mal an, wie der zockt. Der spielt wirklich krass, ne? Der spielt wirklich gut. Seit wann weiß der Mann, dass er beim Eli Keller Cup mitmacht? Seit 4, 5 Tagen? 6 Tagen? Irgendwie sowas. Das waren 5 Tage im Trainingscamp, die waren unglaublich, sag ich. Der Mann hat sich da hingesetzt und gearbeitet. Digga, ich finde das unglaublich. Der lebt seinen zweiten Frühling. Digga, das ist echt so. Das ist wirklich so. Ey, das ist sein Bruder in 5 Jahren. Digga, das erinnert mich wirklich daran. Flashbacks von Eldos, dem Sieg. Tom Kraus, Freunde, spielt den A hier runter. Der hat 3-0. Der hat 3-0 das erste Spiel gewonnen. So souverän. So uncool. Tom Kraus interessiert gar nichts, Digga. Der Mann hat schon 30-0 geholt. Was denn? Spielt den A hier runter. Deswegen ist doch egal. Oh, oh. Digga, er verteidigt so trocken und so ruhig. Ich schwöre, er verteidigt besser als ich. Ich meine, das ist todesernst. Scheiß Konter. Und weil ich presse ihn am Ballverlust, Junge, 90. Minute einfach durch. Von Mittellinie, Hilfe. Jetzt muss er ihn stecken. Niemals spielt der Gold 2, Gold 3. Niemals. Und wenn, dann konzentriert er sich nicht oder so. Der war 5 Tage krank, hat Labbadia gesagt, was denn? Was denn, Bruno? Ich kann heute nicht zum Training kommen, ich hab was vor. Die Leiste. Die Leiste macht wieder zu. Die Leiste will nicht. Ich muss da noch was machen, Coach.
Freunde, es so zwickt und zwickt. Der Mann, Digga, der hat da. Lange Ecke. Oh, wenn er jetzt den Torwart steuert. 2-2, Freunde. Den Keeper sogar. 2-2. Ich hätte aber auch in die Lange gesteuert. Hinspiel 2-0. Finn schlau mit 2 Euro ab aus Eichenpark Euse gezogen. Digga, GG. Ich war Pupsi. Moderne Mourinho. Wenn er auch noch so in der Bulli verteidigt, ja, Freunde. Wenn der Mann so in der Bulli verteidigt, dann hat er. Ey, dieser Rulle, ne? Steck ihn. Oh! Der Mann erlebt seinen zweiten Frühling. Der Mann versteht keinen Spaß mehr. Also es ist ein sehr krasses Geöle, muss ich sagen. Er spielt übrigens gegen einen Profi von Paderborn, Chris Führich. Und jetzt haben wir hier doch nicht. Er muss jetzt ruhig spielen. Er muss ruhig spielen. Ey, er kontert ihn die ganze Zeit aus. Ich kann nicht. Übersteiger und so macht er auch nicht was. Ja! Er macht einfach Übersteiger. Aber er verteidigt gut und er steckt gut durch, finde ich. Freunde, Marton hat Sydney rausgehauen. Nassim ist schon rausgeflogen. Nassim raus. Da läuft. Na. Nassim ist rausgeflogen, Freunde. Ja, ich finde das echt spannend auch, ne? Mhm. Ich finde das echt krass interessant. Ja. Ey, Kanté ist so krass. Oh, zittriger Daumen? 3-2 in der letzten Minute. 3-2. Guck mal da. Aber die haben auf dem Schirm, dass Hin- und Rückspiel ist, oder? Nee, glaube ich nicht. Weil sonst hätte er nicht so reagiert. Ja. Schau, was Käfi schreibt, ey. Die haben auf dem Schirm, dass Hin- und Rückspiel ist. Schreibt mir mal in den Chat, dass Hin- und das Rückspiel ist. Tom Kraus liegt hinten. Digga, wenn jetzt beide Streamer rausfliegen. Tom Kraus liegt 1-0 hinten, ich krieg einen Anfall. Bei Tom hätte ich gar keinen Puls, ehrlich. Sagst du? Ja. Aber alle deine Calls sind heute schlecht irgendwie. Ja, hast du recht. Doch. Hast du auch recht. Ja. Palko ist so lustig im Hintergrund. Ja, warte, ich geh kurz bis in den Chat. Nein, oder? 3, Digga, es kann nicht sein. Tom Kraus liegt 0-2 hinten. Digga, dieses Turnier, Freunde, dieses Turnier schreibt seine eigenen Regeln. Und da. Hallo! Hallo Chat! Wie geht's euch? Ich bin jetzt alleine hier. Ich glaube, ich gehe nach dem Turnier wieder online und spiele Pokémon, Leute. Digga, dieses Turnier, da muss er in die lange Ecke. Ich sage euch ehrlich, das könnte hier noch ein richtig bitteres Ende nehmen. Jordan? Ist Jordan im Discord? Hallo? Nein. Also. Ja. Halt die Fresse, Ibo. Danke an alle Follows, Freunde. Danke an alle, die hier noch am Start sind. Ich sag's nochmal, Freunde, holt euch, falls ihr euch PSN-Karten. Oh oh. Digga, 3-3. Hä? Lol. Wie 3-3? Willi, du bist der schlechteste Caller, den ich kenne. Ich meine das krass ernst, ne? Eli, ich hab diesen Cup nicht gemacht, das beruht alles auf deinen Namen. Alles, was du sagst, ist falsch. Es beruht hier alles auf deinen Namen. Das macht seine eigenen Dinger. Freunde, es steht jetzt overall 3-3. Ausrufezeichen Medium, wenn ihr euch was kauft, wird es glaube ich hier auch angezeigt. Also wenn ihr euch PSN-Karten kaufen wollt, spart ihr 5% mit meinem Code, Freunde. Erstes Spiel 2-0. Ach, ich dachte 3-0, Chat. So ein komischer Cup. Digga, es ist wirklich.
so schwer einzuschätzen. Hier ist alles möglich. Tom liegt jetzt hinten. Er hat Hinspiel 2-0 nur gewonnen. Ich dachte 3-0. Was? Digga, er liegt jetzt overall hin. Martin liegt zurück. Martin liegt zurück, Digga, wir haben gleich kein Finale im Stream. Einer muss dann von den Stream anschmeißen. Einer muss dann den Stream anschmeißen, was soll ich denn erzählen? Oh mein Gott. Was soll ich denn erzählen, Digga? Was denn? Martin liegt jetzt mit 2 Toren Abstand hinten. Ja. Martin liegt auch zurück. Mach mal Ton bei denen, nee, wegen Musik. Hier wird Geschichte geschrieben, es ist echt so, Chat. Wir haben hier gerade irgendwas Dickes reinbekommen. Iron Man mit 20 Euro, Digga, ohne Nachricht. Kurs geht raus. Tom Kraus will irgendwas umstellen, aber Tom Kraus kann mit sowas arbeiten, glaube ich. Ich weiß nicht, was den Gegner geholt hat, ne? Mods, hau mal den Insta-Namen von Tom Kraus. Martin hat eine Krawatte. Oh, er macht ihn nicht. Von Tom Kraus, Gegner rein, Martin 02. Oh, Martin hat eine Krawatte, Freunde. Er ist gequittet. Martin ist gequittet? Ja. Martin gequittet, Freunde. Das lässt er sich nicht nehmen. Keine Erfahrung. Danke, Martin, ne? So ein Arschloch. Das lässt er sich nicht nehmen, Freunde. Da lässt er sich nicht lumpen. Da lässt er Martin sich nicht lumpen. Mach kurz Sidney den Kampf kurz mal raus. Kurz mal Sidney den Kampf raus. Danke, Martin, ne? Macht er so clever. Kurz mal raus da. Macht er so clever. Einfach mal dazwischen grätschen. Damit ist der erste Finalist klar. Digga, ich schreibe ihn also, er muss streamen, wenn das Ding nicht angeht. Was soll ich ihm erzählen, Digga? Glaub mir, Tom, mach das. Digga, sein Gegner steuert den Torwart und so. Nee. Oh, oh. Oh. Ja, wie spielt er überhaupt? Digga, ich muss ihn, warte mal. Deli, gehst du noch mal rein. Komm mal grad wieder ins Fass. Fast. Mach doch da, ey. Freunde, geht ihr alle nochmal zu Tom rüber und checkt den Mann ab. Wollte mal nur so ein Auge auf Martin. Es ist echt so, Digga. Sidney hat ein ganz großes Auge und Nick auch. Und Marlon Sidney auch. Sidney hat ein Auge. Oh, warte mal. Ich wollte, dass Martin gewinnt. Ja, der darf er nicht schießen. Digga, jetzt wird da aber ganz dreckig gebunkert. Da wird jetzt ganz dreckiges FIFA gespielt. Oh mein Gott, Digga, was? Wie geht der nicht rein? Oh Gott. Harry Piotr Kuvuc Naruto Tim Shamukinis mit einem Follow. Andreas mit 5 Euro. Kannst du Ellet Kolle hash und gib die Donne. Ja, perfekt. Gib die Donis. Perfekt. Gib die Donis. Dankeschön für die 5 Euro. Daniel mit einem Follow. Asen mit einem Euro. Das war natürlich bitter. Aber er spielt echt ruhig, finde ich. Der Mann hat keinen Puls. Oh. Er hat noch 15 Minuten Zeit für ein Tor. Ey, wie viel Druck der macht. Das hat er schon vorhin, wo er hinten lag, gemacht. Oh mein Gott. Trocken verteidigt. Digga, guck dir mal an, wie OP dieses Teampressing ist. Das hat aber gut rausgespielt. Das hat der Mann gut rausgespielt. Ich hab einen Mutball gemacht. Wer, du? Einen habe ich gemacht gegen Martin, aber bin ich nicht rein. Sind ja, weißt du, was bei uns relativ gleich war? Was? Wir waren im gleichen Tempo auf.
Ich glaube noch nie so schnell Sydney ihr Wecker eingegeben und war weg. Das war so planlos, Eli. Ich hab das gesehen bei euch beiden. Oh, Mitte! Oh, der hättest du in die Mitte anspielen müssen. Toll. Irgendwas ist hier wieder passiert? Achso. Iron Man wieder mit 20 Euro. Warte ganz kurz, ich guck's mir gleich an, mein Freund. Kurs geht raus. Warte mal. Er darf nicht drei Gegentore in der Halbzeit kassieren. Bester Mann, Dankeschön. Und Kadir, danke für deinen Sub. Iron Man, Kuss geht raus, mein Freund. Ich bin irgendwie wie Tom, für Tom, das Nürnberger. Da ist die Sympathie größer. Digga, das ist... Oh! 3-3. Oh. 3-3, Freunde, mit Ruth. Eben, weil ich dir sage, dieser Cup schreibt seine Geschichten wegen dir. Dieser Cup, Freunde. Ich darf nicht so laut sein, es ist schon 0:17 und ich habe schon eine Anzeige kassiert von meinen Nachbarn. Dieser Cup schreibt seine eigenen Geschichten. Tom Kraus geht darüber. Er streamt halt leider ohne Facecam. Streamt er mit Ton? Für aufgegeben uns haben sie sich noch nie offensichtlich. Sie erzählen ja, mit Kommentator an. Club. Was denn? Der Mann hat so die Ruhe weg, Freunde. Das ganze Stadion. Nerv mich, Willi. Was denn? Nur weil du jetzt deine Drittes Spiel Golden Gold? Nee, es geht. Oh mein Gott, die haben nicht weitergemacht. Die Eiergesichter. Die haben gar nicht diesen Modus, glaube ich. Achso, die haben die ja nicht. Perfekt. Was machen wir da? Golden Goal? Achso. Du bist ja die Turnierleitung. Na, wir müssen Golden Goal machen. Oder Entscheidungsspiel. Digga, noch ein Spiel ist zu viel, oder? Chat, was sagt ihr? Macht mal Golden Goal oder Entscheidungsspiel? Mach Golden Goal. Ist lustiger, ne? Golden Goal? Der hat so eine Krawatte. Kein Bock mehr, ein Spiel zu gucken. Oh, warte mal, vielleicht wissen wir hier gar nicht das Golden Goal. Digga, vielleicht wissen wir jetzt gar nicht das Golden Goal. Tom Kraus, großer. Oh mein Gott. Boah. Oh mein Gott. Ich darf nicht so laut sein. Golden Goal. Golden Goal. Golden Goal. Golden Goal, Freunde. Wir sind im Golden Goal. Neues Spiel starten, der Golden Goal. Ich krieg einen Anfall. Wir haben wieder eine dicke Spende reinbekommen. Iron Man wieder mit 20 Euro. G steht für gönnen. Der Mann hat gerade 60 Euro donated. Nico Official mit einem Follow. Kevin mit einem Follow. Dankeschön für den Support, Freunde. Golden Goal, okay. Ich zeige euch nochmal, Freunde. Wartet mal. Golden Goal wird da jetzt gespielt, Freunde. Nochmal an alle, ihr könnt eine PlayStation 5 gewinnen. Nur wenn ihr hier zuguckt, ein Like auf den Stream da lässt und mir auf Instagram folgt. Wo ist der Chat? Wo ist mein Chat, Digga? Ich hab mein Chat. Warte mal, ich glaube, Digga. Ziemlich technische Probleme. Ihr müsst ein Like auf den Stream da lassen, diesen YouTube-Kanal hier abonnieren, Freunde. Und dann könnt ihr eine PlayStation 5 gewinnen und ein PC, Monitore, ihr müsst euch nur hier anmelden, ist umsonst, kostet nichts. Und halt Abonnent dieses YouTube-Kanals sein. Medion sponsert das ganze Ding, die Ehrenmänner, die verteilen 2000 Euro an euch als Community und 2000 Euro an den Gewinner. Kurs geht raus für die, Freunde, checkt die auf jeden Fall ab. Mods haut nochmal den Link da rein. Sehr, sehr coole Aktion, auch hier mit eigener Seite und alles. Hier eine PlayStation 5, 12 Monate. PlayStation Plus sogar und 100 Euro PSN-Guthaben. Das ist schon, dann kriegt ihr hier ein Setup, also so ein komplettes Setup anscheinend. Entertainment-Paket. So ein ganzes Ding, Freunde. Und ihr kriegt da auch Codes mit meinem Code Eli. Geller spart ihr 5%. Digga, wo ist mein YouTube-Chat denn? Hier ist jetzt Gold Gold, Freunde. Ich weiß nicht, wo mein YouTube-Chat ist. Ich hoffe, ich bin noch online, ey.
Sie starten. Ich bin aber noch online, ne? Ihr müsst doch, unser Gegner ist der, oder wer ist da im Tor? Er hält einfach alles. Wer ist ein anderer im Finale? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Digga, es ist so schlimm. Ich glaub. Mann, Digga, bin ich jetzt wirklich auf? Eli, glaubst du, der hat ein bisschen Puls, Tom? Der antwortet nicht, Eli. Hallo? Eli? Hallo? Hallo? Ja? Glaubst du, der hat ein bisschen Puls? F5, dann geht's wieder. Mann, Digga, warum? Warte mal, ich habe hier gerade technische Probleme. Chen, ich weiß nicht, ob ich online bin. Du bist online, ich sehe alles, das ganze Spiel. Warum verarscht mich denn dann mein Chat? Ja, bei manchen vielleicht. Nee, geht wieder. Hört auf, mich zu verarschen, Freunde. Stream Neustart, Chat. Refreshen. Boah. Digga, das ist, da wird ja so hack, das wird ja so... Digga, Golden Goal ist so eine scheiß Situation. Das ist in den Online-Qualifiern auch. Das hatte ich schon 5 oder 6 Mal so eine Situation. Das ist so kacke. Das ist so eine scheiß Situation. Koray hat wieder angefangen. Kennst du doch. Hä, aber das ist auf YouTube nie so. Koray war das, ne? Ja, der hat angefangen. Ich sehe auf einmal F5 und jeder macht sie. Oben. Digga, ich bin wirklich ein bisschen nervös. Mies komisch. Obwohl es mich gar nicht jucken sollte. Ich darf nicht so laut sein, Freunde. Schuss findet den Stand? Ich wusste es. Oh, du warst schon durch, Großer. Du warst schon durch. Der Mann war schon durch, Chat. R9 Mitte. Digga, der macht so einen krassen Druck. Also ich finde, sein Gegner verteidigt... Wer ist denn der Gegner nochmal? Ja, warte. Chat. Oh. Tor. Tom Kraus ist im Finale. Digga, wie krass spielt er das? Ja, Mann. Tom Kraus ist im Finale. So unsympathisch. Wow. Digga, der Mann spielt das Ding so trocken. Julian van Hacke. Julian van Hacke war sein Gegner. Den hatte ich hier auch. Das macht er gut. Das macht er sogar sehr, Digga, sehr gut. Digga, das ist der Wahnsinn. Das war sein Gegner. Das hier war sein Gegner. Hat sich sehr gut geschlagen, Freunde. Hat sich sehr, sehr gut geschlagen. GG, mein Freund. Öler Finale, ja. Das wird jetzt ein richtiges... Chris Führig. Der spielt bei Paderborn. Paderborn, ja. Chris Führig gegen Tom Kraus, Freunde. Sind die... Beiden Finalisten. Der Gewinner kriegt 2000 Euro, haben 40 donated. Ich guck's mir jetzt an. Tut mir leid, ich muss das hier gerade managen. Ganz kurz nur. Chris Army. Ach, der ist von Hasso. Der ist von Hasso. Hasso hat mir geschrieben. Hasso hat mir geschrieben, ich soll. Er hat noch einen, der Elite holt und ganz gut ist. Aber ich, gegen Tom Kraus wird schwer, Hasso, ja? Gegen Tom Kraus wird schwer, sagt er ganz ehrlich. Lasst ihr alle ein Follow da bei Tom, Freunde. Lasst ihr alle bei dem Mann ein Follow da. Der hat schon 30-0 geholt. Der ist ausgeliehen von Leipzig, ne? Glaube ich. Ja. Der ist ausgeliehen von Leipzig. Spielt bei Nürnberg, Freunde. Guter Kicker. DFB U19 Junioren. Kennst du den, Willi? Tatsächlich nicht. Der ist ja von Leipzig, also... Mhm. Also ich kenne ihn vom Namen und so, aber jetzt Kontakt nicht, ne. Okay, okay. Hasso spielt für den. So. Okay. Lasst bei den Männern auf jeden Fall ein Follow da bei Chris und bei Tom, Freunde. Wir sind angekommen im Finale. Immer noch 22.000 Zuschauer am Start unter der Woche um 0.30 Uhr. Vielen Dank, Freunde. Gibt's ein Spiel um Platz 3? Nein.
Das Krasse ist, der Gewinner kriegt auch nur die 2K. Also der Zweite kriegt nicht mal irgendwie so 500 Euro oder so, sondern es kriegt nur der Gewinner. Es kriegt nur der Gewinner. Hasso spielt über Sherpa und die machen Hälfte, Hälfte. So ein Drecksack ist Hasso. Hasso ist wirklich ein Drecksack. Digga, irgendwie haben sich meine Seiten geschlossen. Du bist nicht auf. Ich bin nicht offline, aber so meine Seiten sind einfach nicht mehr da gewesen. Also, Ruben Robin mit 20 Euro, haben gerade 20 donated, deshalb nochmal 20. Niederlage bei 29,0 tut immer noch weh. Schöne Grüße aus Madrid, mein Großer. Dankeschön, Ruben, you Robin, für 20 Euro und davor auch die 20 Euro. Niederlage bei 29,0 tut immer noch weh. Schöne Grüße aus Madrid. Kuss geht raus für 40 Euro. Tut mir leid, dass ich jetzt erst vorlese, aber ich musste das Ding hier gerade managen. Dankeschön für den Support. Warte mal. Digga, wo ist jetzt meine Musik? Ah, hier. Also, Freunde. Lasst hier nochmal alle Supporter. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Das ist wieder das... Also, wir hatten wieder 30.000 Zuschauer, obwohl die Champions League da war. Wir haben über 20.000 Likes. Dankeschön für den Support. Liked hier nochmal alles durch. Checkt die Männer ab. Macht mit beim Gewinnspiel. Ausrufezeichen Medion. Und, der Gewinner kriegt jetzt 2.000 Euro. Ach so. Ich bin gespannt. Die müssen sich jetzt einladen und so. Und dann geht's los. Hasso, der Chris ist Elite-Spieler, ne? Elite 2, Elite 3, meintest du. Pascal, Unglaublicher mit einem Sub. Über 22.000 Likes, auch krank. Yes, sehr, sehr krank. Eli holt den Gewinner dann noch kurz in Discord. Freunde, ihr wisst gar nicht, wie anstrengend es ist, mit den Profis das zu klären alles, weil die alle nicht so Technik involviert sind. Eigentlich ist so, bei Turnieren gibt es einen Discord und da wird dann alle Fragen geklärt. Dieses Mal musste ich alles machen. Ich musste alle 32 Profis mit denen in Kontakt sein und die hatten halt alle mal Fragen. Und das war so anstrengend, Hilfe. Und genau, deswegen, das wird haarig mit Discord. Deswegen war das beim letzten Mal alles ein bisschen entspannter, weil die E-Sportler schon wussten, wie der Hase läuft. Diesmal ist es nicht so. Ich glaube, die haben gar kein Discord. Aber ich kann den Mann fragen, wenn er will. Cringe. Illegal, ich krieg keinen Code von Medion. Doch, du musst mal in den E-Mails nachgucken, Nico. Du musst mal in den E-Mails nachgucken, Großer. Ich verstehe nicht, warum das da so krass lange steht. Guck mal hier, dieser Medion-Link. Marc, wenn du das siehst, guck dir das mal an. Nico gönnt sich für das bist du gewesen, ne Nico? Gönnt sich für 42 Euro was bei Medion. Guck mal, wie lange das da steht. Hilfe. Das muss so 10, nee, nicht mal, das muss 5 Sekunden da stehen und dann muss es weg. Und dann muss so ein kleiner Ton kommen, so ein Achso oder so. Guck mal, wie lange das, Nico, wann hast du bestellt? Wann hast du bestellt? Weil jeder, der bestellt, der wird dann da so angezeigt. Die müssen sich jetzt einladen und so. Was ist denn du, Sidney? Der Mann tut alles für sein Comeback. Muss mich kurz bei Chris einloggen. Hast du schreibt, muss mich kurz bei Chris einloggen. Stimmt, nimmt ja nicht mal einfach online. Ja, stimmt. So fake. Die überlegen gerade. Hast du ein gefälltes Modell von mir? Hälfte, Hälfte einfach. Ha, die Mods kriegen nicht mal einen feuchten Händedruck. Natürlich kriegen die Mods einen feuchten Händedruck. Die Mods, die gerade, also drei Mods, die im Disc letzte Mal, ich weiß gar nicht, ob ihr schon bezahlt worden seid, aber die bekommen auch was auf jeden Fall. Ach so. Ich wechsle meine Mods immer so ein bisschen durch. Also ist nicht, ich habe für jedes Wochenende eigentlich immer so drei Mods oder für jeden Turnier so drei, vier Mods, die das dann alles managen und dann kriegen die auch ein bisschen was dafür. Aber diese Woche nicht, weil diese Woche haben die, musste ich diese ganze scheiß Organisation übernehmen. Und das ist so anstrengend gewesen. Drei Mods fresh.
Ja, Kefi, ich wechsle dir aber durch. Letzte Woche waren es Alex. Kefi, was will. Ja, war Kefi. Alex war das letzte Woche. Alex. Alex noch? Digga, wow. Kevin und Anis, glaube ich. Oder? Ich glaube schon. Kevin. Noch nie gehört. Ja, Ikenna, du bist ja auch ein Scheiß-Mod. Er kauft die Sympathie der Mod. Ikenna kommt rein und labert einfach immer irgendeine Scheiße. Das hab ich geschrieben. Und legt Auge. Ikenna schreibt noch nie von sowas gehört. Kevin. Kevin habe ich doch gesagt. Alex, ja. Und nächste Woche können es dann zum Beispiel, also Koray und Atta werden das nie machen. Koray und Atta haben sehr viel zu tun bei mir. Ich werde immer so durchmixen. Mal ist es dann Luca, mal ist es dann Siran, mal ist es Kelvin, mal ist es Elis, ich habe meine pübischen Mods. Ich werde es immer so ein bisschen durchmixen. Wie viel Ikenna merkst du selber, wo du steht hast? So eine freche Lüge. Ikenna wird aber nie das Ding übernehmen. Ikenna, du bist so ein Knecht. Du legst auch immer Auge bei mir. Du hoffst immer, dass ich verliere. Ikenna ist ein Scheißmod. Safe. Freunde, wir gehen ins Finale. Ist Ikenna eigentlich auch bei dir, Eli? Digga, er ist nie bei mir. Ikenna ist nie bei mir. Okay, Freunde, wir sind im Finale. Es geht um 2000 Euro. Wir halten uns bedeckt. Tom Kraus, 30-0 hat der Mann schon geholt. Sein Gegner Chris oder Hasso. Wir wissen nicht, wer von den beiden spielt. Ich dachte Hasso. Guck mal, der spielt mit Hertha-Trikots. Was ist das für ein Ehrenmann? In Paderborn? Hasso spielt gerade gegen Tom Kraus, Freunde. Im Finale. Same BO2. Ja, ist BO2. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, Digga. Tom Kraus ist in Blau. Ist ein Bot. Eli, heute VBL? Nee, morgen ist VBL. Also Hertha ist morgen. Ich weiß gar nicht, wer da bei der VBL gespielt hat. Interessiert mich eigentlich auch 0,0%, wenn Hertha nicht da ist. Um nochmal einen kurzen Front an die VBL zu machen. Verdient auch einen Front. Kein Preisgeld, perfekt. Kein Mensch weiß, was da so gespielt wird. 90er-Modus. Richtig cool, Digga. Meine kriegen alle so und so viel Geld. Warte mal ganz kurz. Und da steht es auch schon 1-0. Hasso liegt 1-0 hinten, Freunde, gegen Tom Kraus. Nein, Spaß. Chris Führig, Freunde, wir... Ich erkenne seine Leistung auf jeden Fall an. Chris Führig ist hier im Finale. Und Tom Kraus führt auch schon 1-0. Freunde, was soll ich euch erzählen? Er war von Anfang an einer meiner Favoriten, muss ich sagen. Und er ist der Einzige. Ich hätte gedacht, Digga, Dabur gegen Tom Kraus. Dabur gegen Sydney. Nasim gegen Mocky. Sowas. Ich dachte, die fliegen alle so in der gleichen Runde da raus. Aber die sind alle vorher rausgeflogen. Voll früh auch. Sydney Viertelfinale, Dabur erste Runde, Bebu erste Runde, Willi erste Runde, Jordan erste Runde. Es sind einfach alle in der ersten Runde rausgeflogen. Das war so krass. Alle direkt duschen gegangen. Semedo Tor, wow. Hat er sogar voll geil gemacht, ne, Semedo? Digga, ich glaube, der spielt enge Raute, Tom Kraus. Mach doch. Hin- und Rückspiel, Freunde. Zusammengezählt. Finale ist Finale, Freunde, Eldos. Du könntest deinen Partner, deinen Eli Gallagher-Partner gleich bekommen. Es sieht nach Tom Kraus aus. Es sieht sehr nach Tom Kraus aus. Der Mann kreist sich hier wahrscheinlich 2000 Euro. Eli Gallagher, du hast gefragt, wann ich bestellt habe. Ungefähr vor 4 Minuten davor, okay. Dann überleg mal, das steht da 5 Minuten. Was ist das denn für eine kranke Scheiße? Guck mal, das steht da immer noch. Ach, ich weiß jetzt bestimmt. Es steht da, glaube ich, so lange, bis ein anderer bestellt. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ich glaube, es zwiebelt wieder. Boah. Da wird Stopp gedrückt. Da wird Stopp. Er spielt 4-2-2-2, nicht enge Raute. Dann Eli Gallagher Finalbette zwischen Elders und Tom Kraus. Tom Kraus einfach zu krass. Ja, ich finde es echt auch krass, wie der spielt. Hä, Digga, hat er gerade R9 ausgewechselt?
Digga, er hat R9 ausgewechselt für Cristiano Ronaldo. Was ist das denn für ein Flex? Ja, verstehe ich. Cristiano Ronaldo rein und der Dicke weg. Digga, er wechselt. Der Dicke macht. Eli, ich habe auf dich gehört. Der kriegt bei mir 3 Mahlzeiten am Tag. Der macht nix. Der macht nix, der Mann. Digga, er wechselt einfach R9 aus. Für CR7. Was ist das denn? Ihr müsst euch auch CR7 als Sub holen, wenn ihr genug Coins habt. Will ihr uns das nehmen? Ich überlege, ob ich mir noch eine Icon holen. Nein, Digga, Cristiano Ronaldo ist eine andere Maschine. Er spielt den Mann wieder im Sturm. Er ist so geil im Sturm. Aber ich hätte R9 safe nicht ausgewechselt, Digga. Ich würde den in der 70. auswechseln. Irgendwie sowas. Das ist ein Flex. Hat der gerade R9 ausgewechselt? Der hat R9 in der 20. Minute ausgewechselt, weil der den Ball nicht reingemacht hat. Ha. Ah, so. Der macht da keine Faxen, Digga. Da lässt er sich echt nicht lumpen. Finde ich auch gut. Kurze Leine. Also der Mann. Der Mann spielt ihn gerade oder presst ihn sehr zu oder unterdrückt ihn, sag ich mal. Ich weiß nicht genau, was das Wort dafür ist. Ich darf nicht mehr so laut sein, Freunde. Ich habe schon eine Anzeige wegen Ruhestörung von meinen Nachbarn bekommen. Deswegen, ich muss mich bedeckt halten. Es ist unter der Woche. 0.37 Uhr. Deswegen nimmt es mir nicht übel. Das kann auch gerne ins Highlight-Video, damit die verstehen, dass ich hier nicht ausrasten kann. Ich muss auch ein bisschen leiser reden. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Livestream bei Elia. Wir sind im Finale. Tom Cruise ist im Finale. Erneut hat Joker, Digga. Der Mann hat ihm kein Mystery gegeben. Achso. Simulka, achso. R9 hat gemeint, er wurde noch zum Essen eingeladen und hatte noch Termine. Oh, warte mal. Warte mal, 1-1. Oh, wie hält der denn? Digga, bei mir hat mein Torwart noch nie so einen Ball gehalten. Ja, ist auch bodenlos, dass er den hält, sag ich dir so, wie es ist. Eli, wenn du 32 Turniere machst, kannst du ein Eli Geller Cup Gewinnerturnier machen. Eigentlich schon, aber ich werde dann nicht immer 32 neue Leute dazu bekommen. In 2 Wochen mache ich wieder vielleicht ein Profiturnier, wo dann wieder E-Sportler mitmachen. Oder ein YouTuber-Turnier, ich muss noch gucken, wie ich das alles manage. Auf jeden Fall, die Cups sind so gut, ne, Eli? Mhm. Aber es ist auch echt, Digga, ist nicht so einfach immer, muss ich sagen. So mit Orga und sowas. Stressig. Warte mal. Herr Willi, bist du aber in der letzten Mal eine Runde weitergekommen, ja, ne? Ja. Gegen Style noch verloren. Ja, es geht ja. Unangenehm. Ja, das ist. Ja. Eli, mach Streamqualität höher, bitte. Von ihm kann ich das einstellen? Sydney, wo kann ich denn einstellen, dass die Streamqualität höher ist? Da, wo das Zahnrad ist. Ja, und dann? Bei ihm das Zahnrad und dann müsste es da stehen. Nee. Ja, ich glaube, bei ihm geht's nicht. Aber er streamt über PlayStation, Freunde. Vielleicht liegt es daran. Ja, bei ihm geht nur 540 Spiel. Er streamt über PlayStation. Freunde, ihr müsst euch vorstellen, wir hatten Glück, dass er ins Finale gekommen ist. Mach doch auch mal ein Mod-Turnier. Dezember CPM gönnen. Dezember gibt's jede Woche ein Edi Geller Cup-Turnier, sagst du. Ne, ich krieg das gar nicht hin mit den Sponsoren und so, Freunde. Weil ich will kein Turnier machen, wo die Leute selber zahlen müssen, um dabei zu sein. Sondern, warte mal, 1-1. Ne. Sondern die sollen, ihr wisst, was ich meine. Promi. Ja, Digga, finde mal 32 Promis. Also so, die dann auch streamen und so. Das war schon schwer mit Profis, Freunde. Und das ist FIFA. Also das ist die absolute Grenze gewesen. Ihr habt ja gesehen, wie hektisch das am Anfang war. Digga, sogar ist hier das Zahnrad. Ja, aber danach geht's nicht weiter. Qualität automatisch. 540. Videoqualität. Erweitert, schließen. Geht nicht. Oder ist 540 ist dann noch schlechter. Lombardi spielt FIFA. Ja, dann fehlen ja nur noch 31. Sagst du da, ja, okay, ist ja, Willi? Ja, okay, alles gut. Aber steht hier nur 1-0, Freunde. Schuss für den Stand auf Pelé. Lange Ecke. Aber die macht er oft nicht. Die gehen oft bei ihm nicht rein, muss ich sagen. Vorhin schon in dem Game auch.
Mama Cup mit Top 200 Schwitzer. Digga, letzte Woche war ein Cup mit den besten Spielern teilweise auf der Welt. Vorletzte. Da waren ja fast nur E-Sportler dabei. Ganz so unangenehm. Hat mir mehr Spaß gemacht. Na. Ich dachte wirklich, dass. Na. Da hätte ich gegen Marco gewonnen, wäre ich. Digga, weil du ja auch so Elite 1 und so eine Scheiße geholt hast in der Weekend League. Zweimal jetzt. Ich hab ja die ganze Zeit aber schon kalt gespielt. Oh, ich hatte auch immer so Katastrophenverbindung. Immer zwei Ping. Steck ihn. Digga, ich finde, er spielt am besten, wenn er ihn presst. Freunde, es geht hier um 2000 Euro. Der Gewinner kriegt 2k, aber unterdrückt ihn voll. Und seine Außenverteidiger machen so viel nach vorne, 2-0. Ja. Trocken, weil einfach ist, Freunde. Nur Mo und Anders haben gefehlt. Anders hätte mitgemacht sogar, aber da gab es dann ein paar Probleme. Anders und Mo hätten beide mitgemacht. Mo hat dann abgesagt, weil er irgendeinen Stream für seinen Partner machen musste. Und bei Anders gab es da ein paar Probleme. Umut, Eldos, Hasso, die waren ja hier, Stylo, Wave, die waren ja alle dabei und ich habe sogar meine Community mitspielen lassen, 10 Stück. Vielleicht mache ich sowas auch wieder, dass ich so 10 Plätze an die Community verteile. Da ist das Problem, dass die halt nicht streamen und da kannst du dich auch immer nicht so zu 100% drauf verlassen. Steck ihn. Vor allen Dingen, Tom Kraus wäre fast rausgeflogen im Halbfinale. Mhm. Er hat in der 84. den Ausgleichstreffer gemacht, Freunde. Turnier mit härter Arbeit am Vorstand. Jo, ich sag kurz zu hier, Bruno Labbadia und zu Michael Preetz. Habt ihr Bock mitzumachen? Aber ihr dürft nur mitmachen, wenn ihr streamt. Krieg ich organisiert, Freunde. Digga, da gibt's keinen Durchkommen. Da gibt es kein Durchkommen. Es ist auch so verölt. Es ist so verölt, Digga. Der spielt den Lack so runter. So ein unsympathischer Runterspieler. Er wird jetzt gleich schon wieder oben stecken. Grundlinie runter. Oh, ich glaube, er wird jemand anderen anspielen. Micha Preetz wäre geil. Ja, der macht mit. Bist in Sachen YouTuber-Turnier weitergekommen? Yes. Erne, Broski, Teasy, Benji, Tabak, also eigentlich, ich habe alle, die ich gefragt habe, die haben bis jetzt auch zugesagt. Ich weiß halt nicht, wie viele, 8 oder 16. Friede, Willi. Wäre vielleicht ein bisschen unfair. Willi. Was für unfair? Ja, Digga, da holt keiner außer Broski und Erne jedes Wochenende Elite. Ja, Erne ist dabei und dann sagst du unfair. Digga, Erne hat einmal Elite 1 geholt. Erne war E-Sportler. Ja, und du spielst doch, jeden Tag beim Blacky Cup mit, Junge. Dann hast du auch mal ein Endenfinale. Was du, was da abgeht? Digga, ihr müsst euch hier erstmal etablieren. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist so traurig. Immer noch, wie schlecht wir sind. Pain, also, nee. Business. Ja, ich muss gucken. Benji Fische, ja. Vielleicht ein Rapper. Tabak auch, ja. Tabak, Tabak habe ich noch nicht gefragt, aber ich habe so 8. Ich habe noch gar nicht viele gefragt, Freunde. Ich habe Bronski gefragt, die Teasys habe ich gefragt, Benji habe ich gefragt. Bossio und Erne, die machen alle mit. Und Tabak würde, denke ich, auch safe mitmachen. Und ich muss gucken, ich wollte dann so, wer da halt alles so Bock drauf hat, da kann jeder mitmachen, der jetzt nicht zu krass ist und ja, der halt regelmäßig auch Videos bringt und sowas. Digga, er macht das die ganze Zeit, er geht immer an die Grundlinie und dann spielt er in die Mitte. So krass. So trocken, Freunde. Ja, ich fühle mich gar nicht wie ein Elite-Spieler, Eli. Ja, Willi, was soll ich dir erzählen? Das zeigt mir einfach, dass Monte, das nicht ja. Willi, du musst vielleicht einfach mal, ich weiß nicht, ich glaube, ihr seid besser als die meisten und Ronaldo wird wieder ausgewechselt, perfekt. Er wechselt Ronaldo ein, Ronaldo wieder aus. Ich glaube wirklich, dass, weiß nicht, dass ihr euch da vielleicht ein bisschen zu viel Druck macht oder so. Kurze Ecke, Bob. Oh. Wer spielt? Unsympathisch TV? Ich habe sogar Sascha gefragt, ne? Sascha meinte, er würde mitmachen. Aber dass er halt kein gutes Team hat, aber dass er an sich mitmachen würde. Aber das wäre dann schon wieder, weiß ich nicht. Und
Digga, aber er ist echt nicht gut vorm Tor, ne? Tom Kraus wie ich. Der verkackt auch so viel. Aber Digga, das ist ja hier 3-0, Freunde. Die Messe ist, denke ich, die Messe ist gelesen. Die Messe ist gelesen. 3-0 führt da. Vor allen Dingen so trocken, Digga, er hätte auch 5-0 führen können. Ja. Er hatte so krasse Chancen schon wieder. Ich bin beeindruckt, Chat. GG Tom. Ja. GG ist Tom in ja, Pro-Uns. Wenn ich so Pro-Uns und so einlade, dann kann ich auch Sydney und so einladen. Das Problem ist, das Hauptproblem ist, soll ich sagen, was das Hauptproblem ist? Wenn dieser Cup ist und ich streame, dann klauen sich alle gegenseitig so die Zuschauer. Wenn die ganze FIFA-Community Deutschland online ist, was glaubt ihr, was da abgeht? Das würde ja die meisten streamen und wenn alle online sind, das ist krank. Ach so. Der Drops ist gelutscht. Die Messe ist gelesen, der Drops ist gelutscht, die Katze ist im Sack. Sucht's euch aus, Freunde. Ich denke auch. Also 3-0 ist nicht mal unmöglich, aber er spielt so gut, Freunde. Er spielt das Ding so trocken runter. GG, GG. Ja, ich glaube, das ist fast nicht möglich. Nee, also. Das Ding ist, dass der zweite leider mit 0 Euro nach Hause geht. Hast du aber 3-0 verloren, Freunde? Nein. Im Finale, Freunde, sind Tom Kraus, aber Freunde, nimmt's dir nicht übel. Der Mann, also dein Gegner, der Mann hier hat schon 30-0 in FIFA. In FIFA 20 geholt. 21. Und das hier ist sein Gegner. Ich zeig's nochmal. Die haben sich durchgesetzt von den 32 Fußballprofis. Sind es am Ende die beiden hier geworden. Der war bei Dortmund anscheinend in der Jugend die ganze Zeit oder bei Köln und dann bei Dortmund und dann hat er seinen Profivertrag anscheinend bei Paderborn unterschrieben. Der war auch bei Schalke. Schalke auch? Ja, der war bei ganz vielen Vereinen. Kenn den. Digga, der hat hier schon seinen Profi-Einsatz gehabt, lol. Wann ist das her? Dezember 2017? Ja, gegen Bayern. Lol, wie alt ist er denn? Ja. 98er Jahrgang. Wer denn? Chris Führisch. Der hatte 2017 sein Profidebüt. Das ist vor 3 Jahren. Ja, das ist 19 oder so, ne? Dibo nicht vergessen, ja. Dibo war bei letztem Mal dabei. Dibo war letztes Mal schon dabei. Digga, der Mann. Freunde, folgt ihn gerne alle mal bei Instagram. Folgt dem Mann gerne bei Instagram. Macht ihn die, weiß nicht, 12.500 Follower voll. Ist ausgeliehen von Leipzig. Ja, Schalke, Bochum, Dortmund, Jugend. Okay. Ich glaube sogar noch woanders war er. Kurz in der Regionalliga, wo. Einfach ein Sub-Turnier ankündigen, da kommen die Subs reingeschallert. Stimmt, Digga, das wäre 200 IQ-Move. Wenn ich sagen würde, so wenn ich so 20.000 Zuschauer hätte und ich sage, ja, Freunde, ich mache nächste Woche ein Sub-Turnier. Das Einzige, wie ihr dabei sein könnt, ist, ihr müsst Sub sein, 2 Euro Sub ist möglich. Das wäre krass, Digga, da würden bestimmt, Retalk, da würden bestimmt 1.000 Subs kommen. Weil du kannst ja ab 2 Euro Sub werden. Und die würden das dann halt so machen, ne? Frag Standardskill. Ich habe unsympathisch gefragt, ich habe Amar gefragt, unsympathisch. Trimax habe ich gefragt, der Mann hat mir nicht geantwortet. Monte habe ich gefragt, der Mann hat mir nicht geantwortet, hat es aber auch safe nicht gesehen. Oder hat es gesehen und dachte sich, was ist das für ein Knecht. Es gab noch einen. Unsympathisch. Trimax, Monte, Amar. Amar und unsympathisch haben mir eigentlich mehr oder weniger zugesagt. Trimax hat es, glaube ich, nicht gesehen. Rotting mit einem Sub, dankeschön für den Sub. Achso. Ist kein Finale wie letzte Woche, Freunde. Ich weiß noch, wie krank das Finale vorletzte Woche Hasso gegen Eldos war. Digga, ich habe selten sowas Krankes gesehen. Das war das krasseste FIFA 21 Spiel, was ich bis dato gesehen habe. Ne? Das war so spannend. Das war so spannend.
Unsympathisch muss klar machen. Ich hatte da Hass auf. Ja, der würde glaube ich mitmachen. Aber wie gesagt, Freunde, da ist das Problem bei diesem YouTuber-Influencer-Ding. Wenn alle mitmachen und alle streamen, klauen sich alle gegenseitig sozusagen, oder alle haben den gleichen Content, wisst ihr, was ich meine? Ist so ähnlich wie beim Totti. Beim Totti, wenn ihr mal drauf achtet, es ist auch so, dass es so das Gehypteste ist, aber alle sind einfach online. Oder beim FIFA-Release. Frag über Tommy Monte, sagt Tommy einfach, dass er ein gruseliger Lachs ist und fertig. Freunde, ihr könnt nochmal an alle, die hier am Start sind, um 1 Uhr nachts unter der Woche, 18.000 Zuschauer. Ihr könnt alle nochmal eine PlayStation 5 gewinnen, ein komplettes Streaming-Setup. Ihr müsst euch nur anmelden bei dem Newsletter. Wo habe ich das Ding? Warte mal. Und Abonnent des Kanals sein, dann könnt ihr eine PlayStation 5 gewinnen und ihr kriegt sie sogar zeitnah. Also es ist nicht so, dass ihr dann in einem Monat die PlayStation bekommt. Hier müsst ihr euch anmelden. Einfach mit eurer E-Mail-Adresse, ist kostenlos. Das ganze Ding ist gesponsert von Medion. Gönnt euch, ist kostenlos. Sind richtige Ehrenmänner, sehr, sehr korrekt. Könnt ihr auch PSN-Karten holen, hier die PlayStation 5 und dieses kranke Streaming-Setup im Wert von 2000 Euro. Niklas Neo fragen, ja, kann auch. Der Mann spielt jetzt mit Nürnberg-Trikots. Der darf das halt nicht auf die leichte Schulter nehmen. Vorhin hat er 2-0 das Halbfinale gewonnen und dann lag er auf einmal 3-2 hinten. Ab wie Jahren ist das bei Medion? Digga, ab, keine Ahnung, ich denke mal, ganz normal, ist ja nichts. 14, 13, 12, 11, ich weiß es nicht, ganz normal. Müsste ja keine 16 sein oder so. Die ersten Elevate-Shirts sind heute angekommen, Freunde. Ich wurde übrigens so oft markiert, aber ich konnte nicht alles reposten. Ich habe immer 3 oder 4 gerepostet. Weil sonst würde ich euch, ich reposte immer mal so ein bisschen, aber... Ihr müsstet, oder die meisten, oder ein Drittel wurde vor gestern oder gestern verschickt. Das heißt, die sind heute angekommen, morgen wird nochmal bei vielen was ankommen, übermorgen auch noch und dann werden die anderen 2 Drittel verschickt und die kommen dann entweder Ende dieser Woche oder aller spätestens nächste Woche. Aber macht euch da keine Sorgen. Ich habe noch nie so wenig geredet. Warum bist du denn so down, Junge? Weil ich gegen Martin verloren habe. Hat er dir geschrieben? Ja. Was hat er gesagt? Bist du sauer auf mich? Digga, ich hätte aber auch gern so Sydney Friede gegen Tom Kraus gesehen, weil das wäre ja passiert dann. Ihr hättet höchstwahrscheinlich im Finale gegeneinander gespielt. 4-0. Ich habe schon einmal beim Finale hingeguckt. Freunde, das ist... Aber er spielt echt gut, Sidney, ne? Guck dir mal das Tor an, was er gerade gemacht hat. Was soll ich euch erzählen, Chat? 22.800 Likes, Ehrenmänner, yes. 22.900 sogar. Lasst uns hier die 23.000 Likes voll machen, Freunde. Das Ding ist durch, die Messe ist gelesen. Der zweite Edi Geller Cup geht an Tom Kraus und es wird immer verewigt sein. Der Mann wird da verewigt sein, weil alle Gewinner werden da immer stehen. Guck hier, Eldos hat den ersten Cup gewonnen. Der zweite Cup gewinnt gerade Tom und am 8.12. kommt dann der dritte Cup. Naja, Freunde, hier kann man das auch immer alles nachgucken. Das war ein richtiges Öler-Turnier. Hier ist Sydney gegen Hasso rausgeflogen, 2-0, oder wie viel? 2-0, ne? Mhm. Ja, das war der letzte Cup. Hat auch, Erne war dabei, Eldos hat das Ding gewonnen, Blacky 6-2, das war schon krass, das war geil. War halt einfacher von der Umsetzung her, sage ich euch ganz ehrlich, weil jeder wusste, was abgeht. Die wussten mit Ergebnis eintragen, zack, zack, zack.
Aber das geht eigentlich auch klar. Am Anfang war es sehr hektisch, aber dann fand ich persönlich, ging es eigentlich klar. Sein Gegner ist gequittet. Rage quit, perfekt. Juhu. Dom. Das Ding ist durch, Freunde. Das Ding ist durch. Ai, ai. Ai, ai. Ein trockener Rage quit war es. Ein trockener Rage quit. GG's, Freunde, GG's in den Chat. GG's in den Chat. Tom Cross ist 2000 Euro reicher und natürlich verewigt beim Illegaler Cup. GG's, Freunde. Ich schaue euch mal hier nochmal den Link hin. Ich habe von Anfang an gesagt, er war auch einer meiner größeren Favoriten, um ehrlich zu sein. Der hat das Ding ganz trocken, obwohl Halbfinale hat er ein bisschen gestruggelt, aber sonst hat er das eng. Und er hat auch für mich gestreamt, Freunde, er hätte gar nicht streamen müssen. Guck mal hier, R9 Erstbesitzer, untauschbar, aber das war halt, den hat er bekommen. 6 Spiele, 7 Tore nur. Digga, der ist ja richtig kacke bei dem. Ist ja auch kacke. Mhm. Der Mann wurde auch gerade ausgewechselt. Mhm. Das ist der allererste R9. Der Mann hat gerade ein Tor für ihn gemacht. R9 ist der beste Spieler im Spiel, wie ich finde. Ganz, ganz klare Kiste. Lasst ein Follow bei Tom da, Freunde. Er hat sich durchgesetzt gegen alle anderen. GG's von mir. Tom schreibt mir auf Insta wegen den 2000 Euro. Was soll ich euch erzählen, Freunde? Hol ihn in Discord. Ich weiß nicht, wie sein Discord-Name ist. Warte mal. Ich schreibe ihn mal. Leute, ich bin weg. Eli, kurzes Feedback. Super Turnier, super gemacht. Kurzes Feedback zu meiner Leistung. Experience. Mal sagst du? Betrachtet. Ich kann mich nur Scheiße. Dem anschließen. Das ist mir jetzt zu hektisch mit Discord. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich bedanke mich für die Einladung und gratuliere den Turniersieger und wünsche allen noch eine gute Heimfahrt. Ich bedanke mich beim Video, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wir bedanken uns bei den Gegnern. Wir bedanken uns bei den Gegnern und den Schiedsrichter mit einem dreifachen Quack. Quack. Exfil Jelly, Fortnite Upload, One Wheel, Luki, Dao, Lukas, Lars, Tobias, alle mit einem Follow. Dankeschön für die Follows. Jetzt noch ein Icon-Pack. Nee, Freunde, ich muss. Nee. Ich hab nicht mal Bock noch zu streamen. Streamst du heute noch? Nee. Ich hab keine Lust. Freunde, Sydney wurde gebrochen. Ich hab Sydney lange nicht mehr gebrochen. Ich streame gleich für Pokémon. Pokémon. So cool. Hast du Illegaler gesehen, die Krabbe? Ja, ich habe Illegaler die Krabbe gesehen. Freunde, warte ganz kurz, ich muss kurz hier das Outro machen. Freunde, Dankeschön an alle, die am Start waren. Hab mich wirklich sehr gefreut. An alle, die hier zugeguckt haben. Dass so viele am Start waren. 30.000 Zuschauer wieder zwischenzeitlich unter der Woche. Obwohl wir so spät gestreamt haben und Champions League war. Dankeschön für den geilen Support. 23.000 Likes. Ausrufezeichen Media nochmal abchecken, meldet euch da beim Newsletter an. Habt nur noch Zeit, bis, glaube ich, eine Stunde, also die werden es irgendwann nach dem Stream dann cutten und dann war es das zu Ende. Die gucken, wer Abonnent dieses Kanals ist und dann, wer sich da angemeldet hat und dann wird random jemand rausgesucht. Dankeschön an alle, die dabei waren. Geiles Turnier, Liebe geht raus, Eli. Dankeschön. Es war wirklich nicht so einfach. Es war wirklich nicht so, ihr bekommt das mit der Giveaway-Auflösung. Das wird aber nicht jetzt passieren, weil Medium macht es ja. Ich kann euch das Donnerstag im Stream sagen. Oder derjenige über Insta wird da kontaktiert. Macht euch da keine Sorgen. Ich kann es auch öffentlich posten, wenn ihr wollt. Dankeschön an alle, die dabei waren. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war viel anstrengender als letzte Woche, muss ich sagen. Weil ich diese ganze Orga übernehmen musste. Nächstes Mal wird es entweder ein YouTuber-Turnier geben oder wieder was mit E-Sportlern und der Community. Mal gucken, wie ich das anstellen werde. In 2 Wochen wird es den nächsten Cup geben oder in einer Woche. Ich muss noch gucken. Mal gucken, wie ich das mache. Mal gucken, wie das mit den Sponsoren läuft. Kurs geht raus, Freunde. GG's, wir waren echt, echt kranker Support mal wieder. Ich bedanke mich. Morgen kommt ein Video dazu online, glaube ich. Adam und Corey, viel Spaß beim Cutten. Morgen kommt so 17 Uhr online das Video, irgendwie sowas. Das war's von mir, Freunde. Oder bin ich drauf? Habe ich hier noch keine? Danke an Arne. Ich habe gesagt an alle, natürlich an alle, die am Start waren. Das solltet auch ihr auch sein. An alle Mods, Digga, an alle Mods, die mir da geholfen haben.
die mir da geholfen haben, alles zu organisieren. Kurs geht raus an jeden Einzelnen. Ich kann hier nicht jeden Einzelnen jetzt nennen. Das dauert zu lange. Kurs geht raus. Und Freunde, wir sehen uns morgen in der VBL. Morgen bin ich wieder am VBL, Sebo Buschmann. Danke an alle Mods. Ich weiß es sehr zu schätzen, Freunde. Real Talk an die Mods. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Dankeschön. Aber ich denke auch, dass es euch Spaß macht, Digga. Ich zwinge euch das ja nicht zu machen. Ich zwinge den Mods ja gar nicht, diese ganze Aktion zu machen. Ich denke ja, dass ihr das auch freiwillig macht und dass es euch Bock macht. Ja. Ja, war Cora ist so krass frech. Das ist so ein Opfergesicht. Aber na gut, Freunde. Das war's von mir. Wir sehen uns morgen. Cora schneidet mein Video. Viel Spaß, du Knecht, oder du kriegst kein Geld. Wir sehen uns morgen, Freunde. Dankeschön für den Support. Tom Kraus, GG.